Es ist mir eine große Freude, diese Veranstaltung hier durchführen zu können. Ich werde moderieren. Konzipiert und organisiert wurde das von Jan Tenhaven und Susan Gluth. Die werde ich auch nachher noch vorstellen, die sich bereit erklärt haben oder aus sich aus an uns herangetreten sind, diese Veranstaltung zu machen. Wir führen diese Veranstaltung durch mittlerweile in bewährter Partnerschaft mit der Deutschen Akademie für Fernsehen. Danke an die Unterstützung auch an Saskia Albers von der DAFFF und an unseren eigenen Büroleiter der AGDOC, Erik Meininger. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, die ist schon im Gange und dann auf den Kanälen der beiden, also der AGDOC und der Akademie, abrufbar sein, auf deren Webseiten bzw. auf YouTube zu finden unter dem Namen, den die Veranstaltung trägt. Wir hoffen, dass alle Platz haben. Bisher steigert sich es noch. Wir haben 500 Plätze, die man besetzen kann. Alle, die das, ja, im Moment sieht es noch aus, als ob alle reinkommen können. Also ich muss da noch nichts Besonderes dazu sagen. Wir diskutieren heute nicht über Love Mobile in dem Sinne, dass wir den Film analysieren oder das Thema auseinanderbeineln. Da hätten wir noch ein paar andere Gäste dazugeladen, sondern wir diskutieren über die Themen, die im Zuge dieser Affäre, Skandal an die Oberfläche gekommen sind und diesen vielen Publikationen, die es gab, seit 10 Tagen thematisiert wurden. Sehr oft von Filmschaffenden, von Leuten wie ihr, sehr oft von Journalisten, das Fernsehen ist eingestiegen, es war eine unglaubliche Publizität, man hat das Gefühl, noch nie wurde so viel über Dokumentarfilm in dieser Breite gesprochen wie in den letzten 10 Tagen. Man könnte sich fast freuen darüber, wenn der Anlass nicht so dramatisch wäre. Ich stelle kurz die Gäste vor, die wir hier haben. Erstens Daniel Sponzel, linken. Oder musst Hallo sagen, damit die Leute dich sehen, damit du nach vorne sprichst. Hallo, guten Abend. Ja. Daniel Sponzel hat Dokumentarfilmregie studiert an der HFF München. Er hat künstlerisch und wissenschaftlich dazu gearbeitet, zum theoretischen Bereich. Er hat Filme gemacht, er unterrichtet heute noch Stoffentwicklung in München und in Zürich, glaube ich. Und er ist Festivalleiter des Docfests in München. Und er hat unter anderem auch geschrieben, das Buch Der schöne Schein des Wirklichen und die Authentizität im Film. Dann haben wir hier Gudrun El-Ghomri, kurz Hallo sagen, damit du nach vorne springst. Wir hören dich nicht, musst du nochmal sagen. So, jetzt hört man mich, glaube ich. Hallo, alle miteinander. Ja. Alle anderen bitte das Mikrofon ausschalten. Sonst springen die immer nach vorne. Könntest du das übernehmen, Susanne? Gut, also Gudrun El-Ghomri, Hanke El-Ghomri, sorry. Gudrun Hanke El-Ghomri, das war in der Einladung falsch geschrieben. Er arbeitet seit 25 Jahren als Redakteurin für Dokumentarfilm insgesamt beim SWR und ist heute Arte-Programmbeauftragte des SWR. Das heißt, sie betreut auch nach wie vor viele Dokumentarfilme. Sie hat in ihrer Geschichte Filme betreut, wie die jüngsten bekannten sind The Cave, eine unterirdische Klinik, Fathers and Sons, Das Versprechen, Kleine Germanen. Von den meisten Leuten ist das wahrscheinlich ein Begriff. Was ich sagen wollte, alle Leute, die nicht vom Fach sind, vielleicht würde ich jetzt empfehlen, Bleistift und Papier zur Hand zu nehmen. Es werden heute viele Filmtitel fallen. Wer über Ostern noch kein Programm hat, heute entsteht eins. Wir reden über Dokumentarfilm und über viele Filme werden wahrscheinlich genannt werden. Dann haben wir hier Jan Tenhaven, kurz Hallo sagen, damit du nach vorne springst, bitte. Hallo, guten Abend. Ja. Hat Publizistik studiert, auch Volontäre ausgebildet, das heißt, er vermittelt auch Inhalte und Ethik, kann man sagen, des Dokumentarischen.
Er hat von Berichten fürs Fernsehen alles durchgemacht, an Formaten bis zum großen Dokumentarfilm. Er hat viele Magazinbeiträge gemacht, Reportagen und so weiter. Und sein bekannter Langfilm ist Herzgold, der vor einigen Jahren rauskam und auch bepreist wurde. Unter anderem ist er auch Vorsitzender der Sektion Dokumentarfilm in der Deutschen Akademie für Fernsehen. Dann haben wir hier Ulrike Franke. Bitte zeigen. Hallo. Hallo, bitte Hallo sagen. Hallo. Ja. Und nochmal möchte ich an alle dringend bitten, ihre Mikros auszuschalten, sonst springen sie immer nach vorne. Also Ulrike Franke ist Professorin an der KHM, Professorin für Dokumentarfilm, also Autorenfilm, hast du es genannt. Sie hat selber viele Kinodokumentarfilme gemacht, darunter Losers and Winners oder Die göttliche Lage, und ist bekannt für ihren starken Realismus in ihren Werken, kann man das so sagen. Da wären wir ja schon direkt in der Diskussion. Das heißt, wären wir schon fast schon in der Diskussion. Vielleicht genau. Können wir noch sagen, dass ich die Filme immer mit Michael Löken zusammen mache und dass es Langzeitbeobachtungen sind. Das ist vielleicht jetzt okay. Erstmal neutraler. Gut, danke schön. Dann haben wir Viviane Blumenschein. Kurz Hallo sagen. Hallo, schönen guten Abend. Voilà. Sie ist ebenfalls Regisseurin. Wir kennen uns als Mitglied der Deutschen Filmakademie, wo sie ist, weil sie diverse Kinodokumentarfilme gemacht hat. Du machst auch Werbung, hast du gesagt, von dem lebst du. Bist Autodidaktin, selbstbewusste, und du hast, den meisten Leuten wirst du bekannt sein über den Film Midsommernachtstango. Gut, dann haben wir noch hier Joshua Cantara. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ja, Joshua ist quasi Jüngstfilmer, kann man sagen. Er ist unser Joker, unser Joker hier. Er wird sich das Ganze anhören und am Schluss werden wir ihn fragen, was er davon hält, was die Profis hier diskutieren und was für eine fette Frage er uns auftischen kann. Okay. Dann würde ich gern zum Anfang kommen. Jan ten Haven, du warst einer der Ersten, so ist es mir aufgefallen, oder in meiner Bubble zumindest, der reagiert hatte auf den Bericht, der damals am Montagabend im NDR lief, im Kulturjournal. Und hast am nächsten Morgen gleich auf Facebook losgeledert. Hast reagiert. Was hat dich bewegt? Ja, das war eine sehr spontane, sehr emotionale Reaktion auch, weil ich in diesem Fall tatsächlich, obwohl wir so eine kleine Branche sind, wirklich nur Zuschauer war. Also ich kenne weder den Entstehungsprozess des Films noch die Regisseurin. Ich habe diesen Film tatsächlich irgendwann mal spät abends in der Mediathek gesehen, nachdem ich viel darüber gelesen hatte. Es gab ja viele Interviews und er wurde halt angepriesen als besonders authentisch, besonders nah dran an den Protagonisten. Ich habe den damals gesehen, mir ist erstmal nichts Besonderes aufgefallen. Ich habe eine gewisse Künstlichkeit festgestellt, was ich aber darauf zurückgeführt habe, dass es einfach, dass ein sehr hoher Maßstab an die visuelle Ästhetik gelegt wurde, dass vielleicht auch mal Statements, O-Töne wiederholt wurden. Wäre aber nie drauf gekommen auf das, was dann später rauskam. Ich habe mich also wahnsinnig geärgert, in dreierlei Hinsicht oder dreifach, weil ich erstmal als Zuschauer mich geärgert habe und mich betrogen gefühlt habe. Ich hätte diesen Film wahrscheinlich nicht geguckt, wenn ich gewusst hätte, das wäre eine Reality-Show, wo Sachen nachgestellt werden von Laienschauspielern. Damit hätte er für mich den Reiz verloren gehabt. Also ich habe mich einfach, ganz platt gesagt, um 90 Minuten Lebenszeit ein bisschen betrogen gefühlt. Dann habe ich mich aber auch geärgert als Kollege, als jemand, der auch Filme macht und der genau dieses Problem hat, was die Kollegin hatte, dass natürlich die Wirklichkeit nicht so ist, wie wir sie in unseren vollmundigen Exposés immer beschreiben, und dass Protagonistinnen und Protagonisten natürlich immer vor Ort anders sind, dass sie bestimmte Sachen nicht sagen, dass das Licht nicht so ist, wie man sich das wünscht. Und damit haben wir alle zu kämpfen. Das ist unser tägliches Brot. Ich habe in den letzten Jahren so viele Filme schon in der Entwicklungsphase beerdigt, weil ich einfach einsehen musste, dass sie mit dem Mittel des Dokumentarfilms, so wie ich es verstehe,
nicht zu machen sind. Ja, und ich finde, dass die Kollegin da eine sehr große Abkürzung genommen hat durch die Art, wie sie es dann realisiert hat. Und darüber habe ich mich einfach geärgert, zumal wenn dann sowas auch noch honoriert wird durch Preise etc. Und drittens habe ich mich geärgert einfach als jemand, der sich auch, der vielleicht auch ein bisschen aktiv ist in unseren Verbänden, der sich auch Sorgen macht um die Akzeptanz unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wir haben ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich finde, dass dieser Film dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem Dokumentarfilm insgesamt einen Bärendienst erwiesen hat. Also das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die jetzt, die immer schon von Lügenpresse, von Mainstream-Medien krakeelen. Und das hat mich einfach geärgert. Das ist ein Rückschlag für unsere Branche, so empfinde ich das. Und ich habe mich einfach wahnsinnig geärgert und konnte vielleicht auch deswegen ein bisschen emotionaler reagieren, weil ich, wie gesagt, keinerlei persönliche Verbindung habe. Du hattest geschrieben, es wurde eine Grenze überschritten. Um was für eine Grenze handelt es sich hier? Es wurde ein Versprechen gebrochen. Also es wurde ja mir versprochen, dass es ein authentischer Film ist mit echten Protagonisten, in dem Fall mit echten Prostituierten und echten Freiern, echten Zuhältern etc. Und ich fand es halt einfach spannend. Also ich war auch neugierig als Kollege, wie hat die Kollegin das geschafft, so nah ranzukommen? Es ist ja nicht nur so, dass es nicht kenntlich gemacht wurde, es wurde ja auch das Gegenteil behauptet. Ich habe mir dann, als die Sache aufflog, wirklich aus Neugier, weil ich so perplex war, diese ganzen Publikumsgespräche und Masterclasses angeguckt, wo die Regisseurin einfach genau das behauptet, was nicht der Fall war, dass sie besonders viel eben Wert darauf gelegt hat, nah an diese echten Menschen ranzukommen, dass es für diese Menschen auch ein Katalysator war, die Dreharbeiten. Und das fand ich schon ziemlich dreist. Und das ist für mich eine ganz klare Grenzüberschreitung. Also Behauptung versus was wurde geliefert? Naja, es geht ja immer um diesen berühmten Pakt mit dem Zuschauer. Der muss in irgendeiner Form deutlich sein. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Ich glaube, das ist das große Thema, wie man sowas deutlich macht. Aber ich glaube, in dem Fall war es so eindeutig überschritten, diese Grenze, weil dieser Pakt einfach gebrochen wurde. So, und das hat mich geärgert. Ulrike Frank, du unterrichtest Dokumentarfilm. Das heißt, du hast im Alltag permanent mit jungen Leuten zu tun, die sich wahrscheinlich diese Frage stellen. Ja, was ist das, ein Pakt? Ist das ein Thema bei euch? Ja, klar. Also das, wenn man Dokumentarfilm unterrichtet oder Dokumentarfilmentstehungen betreut, dann stellt man sich natürlich permanent genau diese Fragen, auch die Fragen der Grenzziehung und so weiter. Also das ist schon bei den kleinsten einminütigen Übungen ist das eine Frage und ist das Diskussionsstoff. Und da ist eins der wichtigsten Mittel, die wir haben, die Kommunikation. Also ganz, ganz viel über diese Dinge zu sprechen und sich selbst zu positionieren und zu überlegen, was möchte ich erzählen, mit welchen Mitteln möchte ich das erzählen. Und diese Auseinandersetzung über diese Fragestellung, über dieses sich Reiben an der Realität, was habe ich erlebt, wie kann ich es umsetzen in filmische, künstlerische Mittel, kann ich das verantworten vor mir, kann ich das, muss ich mich schützen, muss ich die Protagonistinnen schützen, muss ich den Zuschauer schützen. Diese ganzen Fragen spielen natürlich bei den kleinsten Übungen schon eine Rolle, ja. Und da es sich um Leute, um Studierende, die in einem geschützten Rahmen arbeiten, sich ausprobieren, die Instrumentarien des dokumentarischen Erzählens oder überhaupt des filmischen Erzählens erst lernen, was ist die Grenzüberschreitung wert in dieser Zeit? Nochmal die Frage. Also ich nehme mal an, dass auch viel experimentiert wird, gerade wenn man in jung ist und die Instrumentarien erst lernt. Ich könnte mir vorstellen, dass man Grenzen, wie du sie jetzt gerade formuliert hast, die klingen nach den Grenzen, die sich eine erfahrene Regisseurin stellt, die werden sie wahrscheinlich nicht zwingend akzeptieren von vornherein, oder doch? Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, deine Frage, weil welche Grenzen habe ich denn genannt? Die Verantwortung, die vielfältige Verantwortung. Diskutieren darüber, also über Verantwortung zu diskutieren, ist keine Grenze. Da müsstest du deine Frage nochmal präzisieren, was du jetzt mit Grenzen oder mit Regeln meinst. Ich habe keine aufgestellt, ehrlich gesagt.
Nee, es gibt, man kann ja auch sagen, ich bin mir bewusst dessen, was ich zu vermitteln habe, meinem Publikum oder meinen Protagonisten oder meinen Partnern. Aber ich kann auch sagen, ich fange an, genau diese Grenze der, oder sagen wir mal, der Verantwortung zu überschreiten. Ich täusche bewusst. Ich benutze Mittel, um Dinge zu erzählen, die nicht da sind, um mein Medium auszutesten. Ja klar, das ist genau die Idee daran. Also dass man austestet, an die Grenzen geht und erstmal herausfindet, was möchte ich überhaupt? Also ich glaube, das ist eines der schwierigsten Dinge, erstmal herauszufinden, was möchte ich erzählen und in welcher Position stehe ich dazu? Ich glaube, dass es ganz, ganz schwierig ist, das rauszufinden. Und da muss man genau ansetzen. Aber das geht nicht darum, dass man irgendwas einengt oder sagt, ihr dürft nur von A bis B denken und bei C hört es auf. Das ist jetzt gerade die Idee, also an der Kunsthochschule für Medien eben gar nicht, weil die extrem porös und durchlässig ist. Also da gibt es eigentlich genau diese Grenzen schon auch innerhalb dieser Fächergruppen gar nicht. Man kann wechseln von experimental zu dokumentar, zu Spiel, zu Hybridformen. Das zeichnet halt gerade die Kunsthochschule für Medien aus. Und das ist das Tolle. Und da kommt eigentlich keiner daher und sagt jetzt, das geht nur in diesem Rahmen oder das ist das. Und gerade auch in dem Experimentierrahmen, genau wie du gerade gesagt hast, wo man sich noch ausprobieren kann, wo man halt nicht den Gesetzen des Marktes zum Beispiel gehorchen muss. Das ist halt ein ganz, ganz großes Fund, wo man einfach extrem frei sein kann. Und genau das soll da versucht werden. Du stehst, du hast vorher sofort reagiert, als ich gesagt habe, für einen gewissen Realismus im Dokumentarischen, weil du sehr stark aus der Beobachtung agierst. Wie würdest du das selbst beschreiben? Ja, es ist gewisserweise nicht schlecht. Ich fand nur, das hatte so einen tendenziösen Unterton, aber vielleicht bin ich da auch empfindlich. Wir sind dem Realismus verschrieben, aber nicht in einer dogmatischen Form. Ich liebe einfach die Realität. Mich interessiert einfach die Realität total. Und ich finde, darin liegt ganz oft die Kraft des Dokumentarfilms, wenn man der Realität Raum gibt und sie agieren lässt. Also wenn man den Menschen Platz gibt, mit denen man Beziehungen aufbaut, langfristig. Und wenn dann Dinge passieren, die ich mir nicht ausdenken kann, weil meine Fantasie gar nicht so groß ist wie die der Realität. Und deswegen ist bei uns schon die Realität und den Dingen, denen ich begegne und die Wendungen, die Geschichten nehmen, die Wendungen, die plötzlich passieren und wo ich plötzlich ganz große Probleme kriege, wie stelle ich das dar, wie kann ich da mitgehen, wieso wird das jetzt plötzlich ein Film über das und das Thema und nicht über das, ich bin doch hier gestartet und nicht da. Das finde ich halt das Fantastische am Dokumentarfilm machen und das ist genau das, was uns antreibt und wo wir total Freude dran haben und was irgendwie, finde ich, die Kraft ist und deswegen sind unsere Filme so, wie sie sind, ja. Okay, danke schön erstmal. Gudrun, Hankel Gomri, du bist, wie du gesagt hast, seit 25 Jahren mit Dokumentarfilmen beschäftigt, im SWR, im SWR für Arte. Wie reagiert man auf einen Skandal wie der jetzige, der rausgekommen ist, wenn man mit so viel Erfahrung auf dem Buckel und mit so viel filmischen Formen umgeht in seinem Berufsleben? Was ist deine Reaktion oder dein Verständnis dieses Skandals? Oh, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so über diesen Vorfall reden, weil was passiert ist, ist schlimm und ich glaube, da gibt es einen Konsens, dass da viel schiefgelaufen ist, auch von der Filmemacherin selbst und das ist jetzt zu viel besprochen worden und wie du gesagt hast, am Anfang, da müsste die Besetzung hier auch nochmal anders sein. Also ich möchte da jetzt nicht noch nachtreten, ja, das ist schon alles schrecklich genug, auch für die Autorin. Ich kann mich aber gerne nochmal dem Thema anschließen, das du bei Ulrike Franke angesprochen hast und die hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Also für mich käme jetzt ein Dokumentarfilm, bei dem fast nur oder nur Darsteller agieren, jetzt nicht in Frage. Mein Herz schlägt so für die Realität, für das Authentische, in Anführungszeichen. Wir wissen alle, dass da auch sehr viel inszeniert wird, dass sehr viel möglich ist im Dokumentarfilm. Aber für mich ist so,
so eine Art Nukleus, Kern des Dokumentarfilms für mich persönlich jetzt, daraus ist echte Menschen in echten Situationen, soweit es geht, und Kennzeichnung der künstlerischen Mittel in irgendeiner Form, wenn sie denn eingesetzt werden, sodass der Zuschauer es verstehen kann. Und es kommt ja auch, ich habe ja auch mit Sendeplätze zu tun. Ich arbeite ja fürs Fernsehen, also geht es um Sendeplätze. Und wir alle wünschen uns, alle Dokumentarfilmredakteure, Redakteurinnen, ich glaube, ich kann im Namen aller sprechen, wir wünschen uns noch mehr Möglichkeiten, Dokumentarfilme ins Fernsehen zu bringen, noch mehr Sendeplätze, noch eine höhere Schlagzahl von Filmen. Und wenn ich natürlich, wir kriegen alle viel mehr spannende Angebote, als wir annehmen können, das ist ein richtiges Problem, das uns auch oft drückt. Und wenn ich jetzt so überlege, was habe ich da auf dem Tisch, dann würde ich immer auch zu dem greifen, wo sehr, sehr viel, wo nah an Menschen, die ihre eigene Geschichte erzählen und uns an ihrem Leben teilhaben lassen. Also Projekte, die das versprechen und auch einhalten. Also ich bin da auch, habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, dass das, was versprochen wird, auch eingehalten wird. Es ist ein großes Vertrauensverhältnis, das besteht zwischen Dokumentarfilmern und Redakteurinnen. Es sollte es auf jeden Fall geben. Das finde ich ganz wichtig für die Zusammenarbeit. Und ja, ich hoffe eben einfach, dass durch diese ganzen Ereignisse da nicht so viel getrübt wird. Und ja, ich weiß ja auch, dass alle Sender jetzt drüber nachdenken. Es gibt da noch keine Entscheidung. Wie gehen wir künftig damit um? Wie kann man sich da absichern? Was für Maßnahmen? Ich glaube, auf das Thema werden wir noch eingehen. Das würde ich gerne noch später verschieben. Ihr habt im Moment einen Film im Rennen, der heißt The Mole Agent. Das ist ein hybrider Dokumentarfilm von Maite Alberti, ein chilenischer Regisseur. Ja, also ich habe mit dem Film nichts zu tun, außer dass ich auf der Premiere in Sundance war bei dem Film. Habe ihn nicht betreut, das ist mein Kollege Kai Henkel, und habe da auch mit ihm gesprochen. Mir ist versichert worden, und da liegt mir auch ein Mail von der Produktionsfirma vor, dass da nichts, dass das alles echte Menschen sind. Gewisse Inszenierungen finden ja bei allen Filmen statt. So, mach doch vielleicht mal das, oder schreib doch mal vielleicht jetzt in dein Tagebuch oder so. Oder solche Geschichten, das kann man nicht ausschließen. Aber ich bin nur auf diesem Wissensstand und hab da auch nicht näher nachgeforscht. Hm. Gerade in deiner Zeit sind ja viele Filme rausgekommen, die immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt haben, gerade was dieses Thema angeht, Vermischung von fiktionalen und dokumentarischen Elementen. Wir denken an Ulrich Seidel, wir denken an Michael Glavogger, der damals mit Megacities den direkten Weg in die Fiktion gefunden hat am Ende. Und es gab eine Riesendiskussion über Moral, über was darf man, was darf man nicht. Ist für dich diese Debatte, die jetzt stattgefunden hat, insofern neu? Die ist nicht neu. Also ich glaube, ich habe jetzt noch nicht so eine Debatte erlebt, wo es um so einen großen Anteil von Darstellern an dem Film geht. Also zumindest ist mir das nicht bewusst. Aber die Debatte, was ist echt und was inszeniert man auch, um etwas darzustellen oder attraktiver oder verständlicher darzustellen, was man mit dokumentarischen, rein dokumentarischen beobachtenden Mitteln vielleicht nicht so hinguckt. Also das gibt es, glaube ich, wirklich schon immer seit dem ersten Dokumentarfilm, glaube ich. Bei Glavogger waren ja auch diese Diskussionen. Wir haben damals den Film angekauft, sogar für das erste. Also wir haben es gesendet, ja. Hm. Gut, danke soweit. Erstmal Daniel Sponsel, als Festivalleiter hast du wahrscheinlich am meisten Filme gesehen, überhaupt von allen, die hier gerade in der Leitung sind. Jetzt haben wir das alles gehört. Wir hören sehr viel von Verantwortung, von Grenzen, von einer sehr, sagen wir mal, aufmerksamen Anwendung verschiedenster filmischen Mittel. Wo finden deiner Meinung nach denn die Experimente statt? Wo findet das Chaos statt? Chaos.
In jedem Film möglicherweise. Die Frage ist jetzt sehr offen. Ich denke, wichtig ist zu sagen, Gudrun hat es ja gerade formuliert, die Debatte ist ja gar nicht neu, also die haben wir immer mal wieder. Und was mich jetzt ein bisschen überrascht an der Debatte, also dass die Enttäuschung von Jan kann ich gut verstehen, diese Enttäuschung da nicht alles gewusst zu haben, was man hätte wissen müssen für den Film. Aber dass es jetzt zu der Frage führt, was darf Dokumentarfilm, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir uns nicht die Frage stellen müssen, was ist Dokumentarfilm eigentlich oder was verstehen wir darunter, was kann Dokumentarfilm und was will Dokumentarfilm? Und wenn wir uns diese Fragen stellen, dann werden wir zu so mannigfältigen Antworten kommen, die mit der Frage, was darf, nicht genügend beantwortbar sind. Also ganz konkret, wir haben im Jahr 2010, als ich das Festival übernommen habe, haben wir Dog Education eingeführt. Das ist für Grundschulen und Mittelstufen. Und das Lernziel für die Kinder, was wir dort formulieren, ist weniger Filmbildung oder kulturelle Bildung. Das Lernziel ist Medienkompetenz anhand von Dokumentarfilmen. Und das Erste, was wir diesen Kindern beibringen, ist, ein Dokumentarfilm ist keine Realität, ist nicht mal ein Abbild einer Realität, sondern eine gestaltete Realität. Und dann gehen wir mit den Kindern Szene für Szene für durch und zeigen denen, wie dieser Film die Wirklichkeit gestaltet. Da reden wir jetzt noch nicht von Schauspielerinnen oder Schauspielern, sondern wir reden tatsächlich von vielen, vielen Fragen, wo wir jedes Mal eine Grenze ziehen müssten und fragen, darf ich das eigentlich oder darf ich das nicht? Und dieses Regelwerk, das existiert nicht und das muss tatsächlich jeder Film für sich neu verhandeln. Wir wissen alle, dass es dabei um eine Autorenschaft geht und eine Interpretation und die muss man kenntlich machen. Das ist hier bei Lovemobil zum Teil nicht passiert, aber ich glaube, wir sollten bei Lovemobil viel mehr darüber diskutieren, was leistet dieser Film, was will er eigentlich und was leistet er? Und das wäre eine Debatte, die ich interessant finde. Also kommt der Film zu seinem Ziel mit seinen Methoden? Dass er sie verheimlicht hat, ist jetzt eine Geschichte, über die wir uns aufregen, aber wenn wir weiterführend debattieren wollen, müssen wir, glaube ich, darüber reden, wie wir unser Genre eigentlich definieren und was es will. Also der Hinweis auf den Titel ist gut. Was darf der Dokumentarfilm ist ja tatsächlich in Anführungszeichen nur denken. Und wenn man es Karl Valentin mäßig erweitert, würde es ja heißen, was darf, will oder traut sich der Dokumentarfilm. Wie sieht das Bild aus in eurem Programm zum Beispiel in München? Ihr macht eine Auswahl von nationalen und internationalen Filmen. Wie viel trauen sich diese Dokumentarfilme? Naja, du hast es schon gesagt, ich habe in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich an die 1000 Filme gesehen, international, und habe alles gesehen. Alles, was von dem man sagen könnte, darf das sein, kann das sein, muss das sein. Wir wählen Filme ganz klar nach einem extrem breiten Spektrum aus. Ich bin ein großer Fan von den offenen Dokumentarfilmen, beobachtenden. Die Filme von Ulrike und Michael haben wir natürlich immer gerne gezeigt. Das ist eine besondere Art von Dokumentarfilm. Aber wir haben auch inszenierte Dokumentarfilme, von denen wir uns wirklich fragen müssen, wenn wir strenge Regeln anlegen, dürfen wir sie überhaupt noch Dokumentarfilme nennen oder müssen wir sie schon ganz anders nennen möglicherweise? Das kommt, finde ich, immer darauf an, welche tatsächlich Interpretation der Wirklichkeit dieser Film liefert und welche dann doch irgendwelche artigen Versatzstücke oder Methoden er verwendet, sich der Realität zu nähern. Und da haben wir ganz klar als Festival ein Credo, von ganz links außen nach ganz rechts außen einfach alles zu präsentieren. Wir zeigen 130 Filme. Ich meine, das ist dann auch möglich. Ne? Wir haben nicht nur ein schmales Fenster, das wir zeigen. Es gab vor ein paar Jahren gab es einen Film, Honeyland, der hat den Oscar gewonnen, glaube ich, oder? Ja, Oscar gewonnen. Es gibt deutsche Beteiligung drin, spielt in Nordmazedonien heute, im heutigen Nordmazedonien. Und es gab viel Debatten darüber, wie hybrid ist dieser Film eigentlich, über eine Bienenzüchterin in einem sehr kargen Gebirge, die dann quasi einen Verdrängungsprozess erlebt durch einen genauso prekären Bauern eigentlich. Und nie kam es zu einem Skandal, weil bis heute niemand weiß, wie hybrid dieser Film wirklich ist. Also ich war mich jetzt, wir wissen bei Lovemobil über sehr viele Details. Alle sind in der Lage zu sagen, ja, hier ist die Grenze, hier wurde es überschritten, das hätte man nicht mehr machen dürfen, weil wir diese Information haben. Im Normalfall haben wir diese Information nie, bis auf ein kleines Fachpublikum. Was bedeutet das? Werden wir eigentlich die ganze Zeit schon, oder haben wir uns die ganze Zeit schon aufs Glatteis führen lassen, ohne es zu merken? Und wie schlimm ist das, falls ja?
Fragst du das mich, David? Ja. Ja, also Honeyland ist ein gutes Beispiel. Wenn wir, glaube ich, ganz genau hingucken, ich habe mich nicht ausgiebig damit beschäftigt, aber ein bisschen, dann ist das auch ein fiktiver Film. Also dann ist der sehr stark inszeniert, also sehr, sehr stark. Und wir haben ihn trotzdem als Dokumentarfilm definiert, weil wir dann tatsächlich das alles gar nicht so ganz genau wussten, weil uns der Film natürlich in seiner Lebenswelt realistisch vorkommt und sehr narrativ ist. Ich glaube, wir werden viel, viel öfter getäuscht, als wir das überhaupt zu ahnen wagen. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir das nicht alles hinterfragen. Ich weiß es nicht. Das müssen wir halt definieren. Ja, die Frage ist dann, ist das wirklich ein Schaden oder ist es immer noch eine Horizonterweiterung, die stattfindet? Aber ich möchte in dem Punkt gern zu Viviane Blumenschein rübergehen, die mit Midsommernacht, Nachtstango einen Film gedreht hat, der je nachdem, den man je nachdem als Hybride bezeichnen würde. Viviane, wie würdest du deinen Film selbst beschreiben? Nee, ich sag schnell, was der Inhalt ist. Also eine Gruppe von drei argentinischen Musikern aus Buenos Aires geht dem Gerücht nach, dass der Tango in Finnland erfunden wurde. Und der Film ist diese Reise nach Finnland, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Viviane, was ist das für ein Film? Das ist also auf jeden Fall ganz klar ein Hybrid. Also ich würde sagen, es ist ein Hybrid zwischen Dokumentarfilm und Fiktion. Und das habe ich im Prinzip auch immer von vornherein im Skript auch so angelegt. Die Idee überhaupt, diesen Dokumentarfilm zu machen, kommt ja überhaupt von der Behauptung von Aki Kaurismäki, dass er in einem Interview erzählt hat, dass der Tango eben aus Finnland kommt und hat das sehr schön ausgeschmückt. Und ich fand das eigentlich so absurd. Und liebe auch Aki Kaurismäkis Filme und da kommt immer finnischer Tango vor. Und dann habe ich eigentlich als Regisseurin mir überlegt, welche Form ist die beste Form, um diese Geschichte zu erzählen? Was möchte ich da eigentlich erzählen? Und für mich war irgendwie, hatte ich Lust, einen humorvollen Dokumentarfilm zu erzählen. Es war klar, dass ich das nicht schaffen könnte, jetzt rein dokumentarisch beobachtend, sondern ich wollte halt diese Begegnung zwischen den Argentinern und den Finnen inszenieren und habe mir eben die Geschichte ausgedacht. Aber Hybrid ist er deshalb, weil es ist nicht rein fiktional. Also ich habe jetzt nicht Schauspieler gecastet, sondern ich habe halt echte Musiker gecastet, gefunden auch in Argentinien und auch in Finnland und habe dann die beiden bei diesem Roadtrip zusammengebracht. Und für mich ist das eigentlich auch immer wichtig, bei den Protagonisten authentisch zu sein. Also meine Protagonisten sind ja keine Schauspieler gewesen, es sind echte Musiker gewesen, nur die Geschichte dahinter, also dass sie jetzt rausfinden sollen, ob Tango aus Finnland kommt oder nicht, das ist halt quasi initiiert worden. Aber alles, was in den Szenen selber passiert ist, ist dann echt gewesen. Es ist nicht gescriptet, es ist kein gescripteter Dokumentarfilm, aber ich habe mir die Rahmenhandlung ausgedacht, Situationen hergestellt und das, was in den Situationen passiert ist, ist dann echt. In den meisten Fällen, es gibt vielleicht 2, 3 Szenen, die dann auch von mir quasi ein bisschen vorgegeben waren, zum Beispiel, als sie sich verfahren haben. Aber meistens wussten meine Protagonisten selber gar nicht, was passiert und haben dann im Prinzip reagiert in der Situation. Und für mich ist das halt als Regisseurin grundsätzlich interessant, meine Grenzen auszutesten und versuchen, an so eine Wahrheit ranzukommen. Also ich wollte durch diese Verdichtung und Überhöhung und diese Begegnung, die ich da geschaffen habe, wollte ich eigentlich diese Klischees und Stereotypen aufeinander knallen lassen und dann eben sehen, was passiert eigentlich bei diesen Begegnungen. Und dadurch ist der Film, glaube ich, trotzdem auch authentisch in der Form, wie die sich begegnen und dadurch eben auch sehr humorvoll, weil die Protagonisten einfach sehr witzig waren. Warum hat sich niemand beschwert über diesen Film, quasi über die artifizielle Grundlage, die du dem Film gegeben hast? Also es hat sich niemand beschwert, es hat eigentlich auch niemand in Frage gestellt. Also ich hatte diese Diskussion überhaupt nicht, ob es jetzt ein Dokumentarfilm ist oder nicht. Ich habe eigentlich von Anfang an immer gesagt, es ist ein inszenierter Dokumentarfilm. Also es ist ein bisschen mehr als, es ist halt so ein Hybrid. Und es war im Prinzip, ich habe das ja auch immer in den Q&As und in den Interviews, habe ich das ja sehr offengelegt. Das war von vornherein klar. Ich finde eben auch, wenn man dem Film ein Label gibt, dann kann man ja auch machen, was man will. Also es ist ja meine Freiheit als Filmemacher. Wie möchte ich die Geschichte erzählen? Welche Form wähle ich? Und ich finde es auch toll, was für eine Vielfalt es gibt im Dokumentarfilm. Man sieht es ja auch, dass es beim Publikum sehr gut ankommt, diese Hybridform.
Und dass man damit durch dieses Storytelling, weil man dadurch natürlich das Storytelling noch ein bisschen stärker beeinflussen kann, dass man dadurch auch ein großes Publikum finden kann. Du schreibst das trotzdem nirgendwo an. Du sagst nicht hier, das ist gestellt. Oder die Szene, als sie sich verlieren im Wald, ist komplett erfunden oder vorbereitet. Und der Fremde dazukommt, der ist gestellt. Das schreibst du nirgendwo an. Trotzdem akzeptiert man das. Ja, weil das, glaube ich, das Sujet ist halt ein humorvoller Film. Es ist ja keine Milieustudie in dem Sinne. Also schon alleine die Behauptung von Akikaros Meki, der ja am Anfang des Films in der Bar sitzt und diese Geschichte erzählt, das ist ja schon so absurd. Also ich glaube, durch diese Überhöhung in dem Dokumentarfilm ist es relativ klar, dass das nicht rein dokumentarisch ist, sondern dass es halt auch damit so ein bisschen gespielt wird mit der Wahrheit, weil am Ende von seinem kleinen Monolog sagt Akikaros Meki ja dann auch, naja, und außerdem behaupten die Österreicher auch, dass sie den Walzer erfunden haben. So, also man spielt einfach von Anfang an mit diesem Humor und ich glaube, deshalb habe ich auch nie die Fragen gestellt bekommen, ob das jetzt ein rein inszenierter Dokumentarfilm ist oder ob es echt ist. Also er wirkt halt teilweise inszeniert, aber er wirkt teilweise eben auch sehr echt, weil, wie gesagt, die Figuren sind authentisch und echt. Das sind, also alles, was sie sagen, das habe ich denen nicht in den Mund gelegt. Wir hatten im Vorgespräch, kamen wir dann sehr schnell zu sprechen auf Borat. Wir kamen auf Seinel Tab, da geht es um ein Mockumentary über eine Band, die auf Tour ist und alles geht schief. Borat ist allen bekannt, ein kasachischer, ich weiß nicht, Journalist, geht in die USA und begegnet nichts ahnenden Menschen und führt sie vor, kann man sagen. Wir haben auch gesprochen über die Aria, also quasi wo Anspruch und das, wofür man etwas tut, dann quasi überwiegt über die Infragestellung der Mittel. Du hast gesagt, dein Film ist keine Sozialstudie, deswegen wird er akzeptiert. Ist das Problem von... Im Prinzip ist es natürlich auch irgendwie eine Milieustudie oder eine Sozialstudie, weil es zeigt ja die unterschiedlichen Klischees und ich lasse ja quasi Finden auf Argentinier los. Also insofern ist es schon auch ein bisschen eine Sozialstudie, aber dadurch, dass ich sehr viel mit diesem Humor arbeite und auch sehr überhöht das darstelle, ist es halt sehr klar. Was jetzt bei anderen Filmen vielleicht nicht so deutlich, also The Spinal Tap oder auch bei The Spinal Tap oder I'm Still Here von Ben Affleck, wo Joaquin Phoenix diesen Rapper spielt und man wirklich glaubt, er hat 2 Jahre lang seine Schauspielkarriere aufgegeben, wo man wirklich denkt, das ist echt, das ist natürlich eine ganz andere Form von Mockumentary, würde ich sagen. Ja. Wo man als Zuschauer wirklich überhaupt nicht weiß, wo man wirklich hinters Licht geführt wird und dann erst viel später dabei rauskommt, dass es alles fake ist, dass es alles nicht echt ist. Und da wird dann quasi der Dokumentarfilm oder die Erzählung an sich quasi vorgeführt und der Zuschauer absichtlich in die Irre geführt. Was ist das wert, die Zuschauer absichtlich in die Irre zu führen? Ja, ich kenne natürlich nicht die Motivation von den Regisseuren in dem Fall. Also in meinem Fall ist es so, ich hatte nie das Ziel jetzt, jemanden in die Irre zu führen, sondern bei meinem Dokumentarfilm war das so, das war meine Form, dieses Aufeinandertreffen dieser 2 Kulturen darzustellen und ich wollte das eben mit dieser Behauptung, wollte ich eigentlich den Zuschauer durch den Film führen, um auch diesen Humor so darstellen zu können, aber nicht um jemanden in das Licht zu führen. Aber diese Frage an sich hat die Menschen neugierig gemacht, den Zuschauer neugierig gemacht. Also man geht dann schon in den Film, weil man sich fragt, so wie der behauptet jetzt, Tango kommt aus Finnland, wie kann das sein? Und es macht ja neugierig. Okay, danke schön. Jan? Ich wollte nur eins sagen, ich finde die Diskussion ein bisschen schwierig, wie sie jetzt anfängt. Wir sind jetzt sehr nahtlos von Love Mobile über Honeyland zu Vivianes Film gekommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob heute irgendjemand zuguckt, der nicht aus der Branche ist, aber ich glaube, derjenige könnte mit dem Eindruck nach Hause gehen, es ist irgendwie alles gleich und es ist alles beliebig und anything goes. Und mir geht es überhaupt nicht um Nachtreten. Nochmal, ich kenne die Kollegin nicht, ich habe überhaupt keine Aktien da im Spiel. Ich finde aber trotzdem, dass wir als Branche, als Kollegen eine klare Linie ziehen müssen und die ist doch sowas von gegeben, wenn ich das Gegenteil behaupte von dem, was ich mache.
Es ist ja nicht so, also Honeyland hat es offen gelassen. Viviane hat sogar gesagt, es ist ein inszenierter Dokumentarfilm oder mit inszeniert Teilen. Die haben immer mit offenen Karten gespielt oder es zumindest offen gelassen. Bei Lovemobile war genau das Gegenteil der Fall. Es wurde nämlich etwas behauptet, was de facto nicht stattgefunden hat. Ja. Und ich meine, wir müssen noch irgendwelche Grenzen ziehen. Warum sage ich das? Weil ich für offene Formate bin. Ich bin fürs Ausprobieren. Ich komme selber eher vom Journalismus. Ich staune, was manche Kolleginnen so hinlegen und wie kreativ sie mit den Formen umgehen können. Ich will das erhalten, ich will das machen. Aber das erfordert, da sind wir angewiesen auf so ein Grundvertrauen der Zuschauer, des Publikums. Die müssen erstmal davon ausgehen, dass unsere Filme im Kern doch echt sind und dass da nicht Laiendarsteller benutzt werden, die aber sagen, das seien echte Protagonisten. Das ist doch so eine dermaßige Grenzüberschreitung. Ich möchte das wirklich nochmal ganz klar sagen, oder vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so sieht, aber mir war jetzt der Übergang von Lovemobile zu Honeyland und anderen Filmen viel zu fließend. Ich verstehe. Ich wollte dich auch danach fragen, quasi, weil hier wird ja gespielt mit einer Erwartungshaltung eines Publikums. Ist es wirklich nur eine Frage der Labelung, zu sagen, ja, wenn ich es richtig label, kann ich machen, was ich will? Ist es das? Oder geht es um was anderes? Weil wir tatsächlich als Dokumentarfilmer ja auch den Anspruch haben, Horizonte zu erweitern. Frage an alle oder nur an mich? Ja, an dich erstmal. Es ist, wie gesagt, diese Vereinbarung mit dem Zuschauer, die muss nicht unbedingt schwarz auf weiß eingeblendet werden, die muss auch nicht im Presseheft stehen, aber sie muss irgendwie erkenntlich sein. Also es gibt auf Netflix gerade den Film Dick Johnson is Dead. Ich weiß gar nicht, wie der gelabelt wurde, aber der ist von der ganzen Inszenierung so offensichtlich, dass da inszeniert wird, das wird auch zum Thema gemacht. Da muss mir keiner sagen, dass es inszeniert ist. Ja? Aber es muss in irgendeiner Form muss es doch klar sein. Und nochmal, bei Lovemobile ist es ja nicht nur nicht gekennzeichnet worden, sondern es wurde das Gegenteil behauptet. Und natürlich hat sowas dann bei Festivals, bei Jurys auch einen anderen Impact, wenn ich mit dieser Sensation daherkomme. Ich bin hier ganz nah in einem Milieu, wo sonst keiner reinkommt. Und das ist einfach eine komplette Verzerrung. Und da ist für mich sowas von der Grenze überschritten. Das mit der Grenzüberschreitung ist ja der Punkt. Wir sind im Moment in der Lage zu sagen, hier wird es überschritten. Wir sind nicht immer dazu in der Lage. Wenn du einen Film entwickelst und mit deinem Instrumentarium losgehst, kennst du die Grenzen oder wie findest du die Grenze, wo du sagst, ab da würde ich mein Publikum belügen? Das ist total schwierig und ich meine, das ist ja auch eine Binse, dass das Filme natürlich nie objektiv sind. Also in dem Moment, wo ich mich für ein Thema entscheide, treffe ich eine subjektive Auswahl. In dem Moment, wo ich die Protagonisten auswähle, den Drehort, die Einstellungsgröße, die Brennweite, sind alles subjektive Einstellungen. Und natürlich hat der Druck auch auf uns alle zugenommen, stromlinienförmigere Dramaturgien zu entwickeln, die auf einen Höhepunkt hinarbeiten, wo es einen Turning Point gibt, wo es einen Konflikt gibt, wo es eine Fallhöhe gibt. Das Problem ist natürlich, dass die Wirklichkeit nie unbedingt danach funktioniert. Und dann ist die Versuchung, auch bei mir groß, Sachen hinzubiegen, zu verdichten. Das ist natürlich aber auch so alt wie die Erzählung selber. Also wenn ich auf dem Heimweg einen Verkehrsunfall erlebe und ich komme nach Hause, dann erzähle ich ihn auch nicht chronologisch, sondern ich erzähle den so, dass er spannend ist und da verdichte ich, da lasse ich Sachen aus. Ich finde das alles legitim. Aber natürlich im Einzelfall muss ich das immer aushandeln, mit mir selber, aber dann natürlich auch mit meinem Team, mit meinem Produzenten, mit meiner Redakteurin. Und das ist ja auch toll, wenn man so ein Netzwerk hat. Das ist ja nicht eine einsame Entscheidung. Aber ja. Okay. Es können gerne Leute aus dem Panel reinspringen, die da direkt darauf reagieren wollen. Ulrike, es geht um einen Findungsprozess. Du hast vorher sehr selbstbewusst gesagt, ne, klar, das ist etwas, was ich einfach ausübe, ich tue es, ich mache so. Du wirst ja wahrscheinlich noch mehr Zeit haben dafür, als wenn Jan einen schnelleren Bericht macht, eine Reportage oder sowas, wo man Leuten vielleicht nur eine halbe Stunde begegnet, aber sie ins Verhältnis setzen muss zur eigenen Geschichte. Was ist der Wert dieser langen Auseinandersetzung mit einem Milieu, mit Menschen? Also ich glaube, dass gewisse Sachen nichts mit der Länge der Zeit, die ich mit einem Film verbringe, zu tun haben und auch nicht mit dem Budget. Es gibt gewisse Sachen, die stehen da drüber
Und ich habe die Diskussion auch so verstanden, dass es einen gewissen Konsens gibt. Dass eigentlich der Konsens besteht, hier ist was passiert, es wurde nicht gesagt. Die Filmemacherin selber hat gesagt, sie bereut es, sie hält es für einen sehr großen Fehler, wenn ich das jetzt so richtig verstehe und wiedergebe. Und wenn wir das einfach mal so stehen lassen, dann muss man doch nicht die ganze Zeit versuchen, das irgendwie zu verwischen. Ich finde, wir sollten darüber reden, was Dokumentarfilm kann und was er darf. Und was, also nicht, was er darf, das finde ich eigentlich genau die falsche Frage. Ich finde, welche Kraft er hat und was er erzählen kann. Und wenn ich jetzt extrem viel Zeit habe und mir ganz viel Zeit mit meinen Protagonistinnen nehme und mit meinen Protagonisten und mit der Realität, in die ich mich da begebe, dann habe ich natürlich extrem stark die Möglichkeit, da drin Formen zu entwickeln, Beziehungen aufzubauen. Beziehungen verändern sich dann auch über 2, 3 Jahre. Es passieren Dinge, die ich nie hätte voraussehen können und so weiter. Und das ist die Kraft von diesen Geschichten. Und ich finde einen Aspekt bei dieser Arbeit extrem wichtig und das ist das Scheitern. Also wenn Jan gerade gesagt hat, er war so erbost, weil er selber oft an Sachen gescheitert ist und Filme begraben musste, weil er an Grenzen gestoßen ist, das mit dokumentarischen Mitteln darzustellen, das, was er erzählen möchte, dann denke ich, es ist toll, wenn man zu so einer Form kommen kann, dass man das Scheitern willkommen heißt. Und wenn man sagt, das ist doch jetzt total toll, hier passiert was, womit ich nicht gerechnet habe, wie kann ich das jetzt hinkriegen, wie ohne zu sagen, ich muss jetzt eine Castingagentur anrufen oder sowas, sondern das ist doch gerade das Fund und die Kraft von Dokumentarfilmen und das muss auch die Offenheit von Dokumentarfilmen sein, das muss auch die Möglichkeit von Dokumentarfilmen sein, dass ich irgendwo anfange bei einer Reise, die ins Offene geht und die dann woanders abbiegt, als ich das eigentlich gedacht habe, weil die Realität mich lenkt, weil die Geschehnisse mich lenken und da denke ich, das hat vielleicht das, was, wenn man extrem lange an Filmen arbeitet, irgendwie was vielleicht stärker ist, wenn es kürzer ist, aber dass man diesen Raum in den Sachen lässt, das ist doch einfach eine tolle Chance. Und das muss nicht jeder Film machen. Man kann auch Filme skripten, man kann auch einen Expertenfilm machen, der mir die Dinge erklärt und so weiter. Ich meine, die Kraft liegt doch eigentlich jetzt auch bei der AGDoc da drin, um es mal abgekürzt mit Alexander Kluge zu sagen. Ich will 8 Minuten Filme sehen, aber doch auch nur, wenn es 8 Stunden Filme gibt. Und ich glaube, in dieser Vielfalt liegen auch alle Formen enthalten, alle Hybridmittel, auch wie Alexander Kluge hybride Formen einsetzt. Die Offenlegung der Mittel, ich habe verstanden, dass es einen gewissen Konsens gibt, auch von der Filmemacherin selber. Ganz, ganz kurz, darf ich das kurz ergänzen, Ulrike? Ja. Vor der Zustimmung, was ich meinte mit Projekte begraben, heißt eigentlich an der Realität bemessen, die wir ja haben, dass ein Film schon in der Entwicklungsphase, sprich in der Akquise scheitert, weil wenn ich keine vernünftigen Protagonisten überhaupt mehr ins Boot bekomme, kann ich bestimmte Filme überhaupt nicht pitchen, überhaupt nicht verkaufen. Und ich bezweifle, dass Love Mobile entstanden worden wäre, wenn die Regisseurin hingegangen wäre und sagt, ich mache einen Film über Prostituierte am Straßenrand und ich lasse Laiendarsteller spielen. Das meine ich mit beerdigen. Also wenn man, ich glaube, dass diese Konflikte, von denen du sprichst, die können total spannend sein, wenn man erstmal drin ist in der Produktion und man merkt dann, Sachen passieren nicht, dass man damit kreativ umgeht, finde ich total spannend. Also bei Love Mobile hat wär mir sofort eingefallen mit dieser wunderbaren Protagonistin, dieser Uschi, die ja, glaube ich, eine der wenigen echten ist, die ja ganz toll ist. Warum nimmt man die nicht ins Zentrum? Kennzeichnet das und alles andere wird inszeniert und kennzeichnet das ebenfalls. Man hätte ja kreativ damit umgehen können. Also ich sprach von diesem Beerdigen in einem sehr frühen Stadium. Gut, ja. Also nicht klar ist, Love Mobile ist der Referenzfilm, über den wir hier reden, aber wir versuchen natürlich auch immer wieder rauszugehen. Es gibt Dinge, die wir aber nicht wissen. Also was für kreativen Lösungen dann alles ausgetestet wird, das wurde vielleicht, wissen wir nicht an dieser Stelle. Jetzt ist aber so, du hast von Dramaturgie gesprochen. Man muss dann umgehen, man sagt, ich habe den Anspruch, ich muss den Film so und so machen, ich muss gute Bilder haben. Es gibt ja von den Zuschauern her jetzt nicht nur die Erwartung, ich will Wirklichkeit erfahren. Wir wissen genau, dass Filme, die vor 30 Jahren das taten, heute wahrscheinlich niemand mehr anschaut, weil sie zu langsam sind, weil sie zu sehr am Ort kleben und so weiter. Wir, klar, Filmemacher, wir genießen das noch, aber das Publikum nicht. Gudrun, das Fernsehen ist das Nadelöhr, durch das man steigt in Deutschland, in meisten oder in sehr vielen Fällen, um Dokumentarfilme herzustellen.
Das heißt, das Fernsehen repräsentiert im Prinzip auch diesen Anspruch, was für Filme wollen wir überhaupt, was kann man zeigen, was bringen wir dem Publikum, was wollen wir ihm zumuten. Wie sieht das aus? Also hast du das Verständnis, dass das Fernsehen die Verantwortung hat, was gefordert, was gewollt wird? Oder hast du das Gefühl, alle machen eh, was sie wollen und es kommt dann bei euch an und ihr macht es dann oder ihr macht es nicht? Du musst den Ton einschalten. Ich denke, alle in der Branche haben eine Verantwortung. Das Fernsehen selbstverständlich auch. Und die Sehgewohnheiten haben sich geändert. Das ist auch wichtig. Es ist auch natürlich, dass sich im Laufe der Zeit etwas ändert. Es muss nicht immer schlecht sein. Klar gibt es sicherlich die sagen, so ein bisschen nostalgisch sagen, ah, früher konnte ich die Kamera da aufstellen und einfach beobachten und die Leute haben die Kamera vergessen. Weil selbst dann wurde ja noch geschnitten, wie wir wissen. Ja. Aber ich sehe es nicht nur positiv, negativ, dass sich etwas verändert hat, weil der Dokumentarfilm war auch lange Zeit immer einerseits respektiert und andererseits war er sehr im Schatten. Und durch diese Veränderung, dass er sich auch in einigen Dingen, auch in der Dramaturgie, ein bisschen was vom Spielfilm abgeguckt hat. Spielfilm hat sich übrigens viel vom Dokumentarfilm auch inzwischen abgeguckt, ja, in ganz vielen Werken. Dadurch ist er auch attraktiv geworden für ein größeres Publikum. Und ich meine, die Dokumentarfilmer machen ja Filme sicherlich, weil sie eine Leidenschaft fürs Filmemachen haben und für die Menschen und die Welt, aber doch sicherlich auch, damit diese Filme gesehen werden. Also von daher finde ich es auch mal, um das zu sagen, auch schön, dass der Dokumentarfilm so im Aufwind ist und dass er auch jetzt, dass viele auch spannend erzählen. Natürlich, dass das auch wieder einen Druck ausübt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, es geht ja noch ein bisschen weiter. Es heißt ja, das Fernsehen formatiert die Filme. Es gibt jetzt nicht nur den großen Dokumentarfilm, den du hauptsächlich vertrittst, sondern es gibt in den meisten dokumentarischen Formaten gibt es strenge Formatierung, also jetzt für alle Vorgaben, wie diese Filme gemacht werden. Was für eine Dramaturgie, wie viele Protagonisten am liebsten noch in welcher Landschaft zu sehen sein sollen. Und da ist ja gar nicht mehr so leicht von Wirklichkeit zu reden, wenn man sagt, wir bieten immer dieselbe Geschichte mit im Prinzip immer derselben Wirklichkeitserfahrung. Ja gut, wir reden ja hier jetzt die ganze Zeit, also so habe ich es verstanden, vom künstlerischen Dokumentarfilm. Und da ist das nicht der Fall, dass es natürlich viele Sendeplätze gibt, wo genau das zutrifft, was du sagst, das ist klar. Aber im künstlerischen Dokumentarfilm findet ja, und das ist ja, die Königsdisziplin, und über diese Disziplin reden wir ja auch heute hier, da findet das nicht statt. Und ich habe jetzt im Rahmen der Berichterstattung über Love Mobile dann auch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, so vieles wird auch, es wird verlangt, dass die Redaktion verlangt, schon ganze Dialoge, die gestaltet werden, also im Exposé ganz, ganz ausführlich und dann auch noch Dialoge und ich weiß nicht was. Ich habe mich gefragt, oh Gott, wer ist das aus der Branche, die ich kenne? Und wir machen ja in der ARD auch sehr viele Co-Produktionen, auch bei Arte, also arbeiten mit anderen Redaktionen in der ARD zusammen. Habe ich das jetzt noch nicht erlebt? Für mich wäre das abschreckend. Also wenn jemand mir ein Buch schreibt, außer es ist dann ausgewiesen, das ist eine hybride Form und da muss man natürlich ganz anders umgehen, aber es ist ein beobachtender Dokumentarfilm und dann sind da Dialoge skizziert, ist mir schon ab und zu passiert, also ich habe solche Drehbücher bekommen, dann bin ich eher alarmiert und es schreckt mich total ab, also das kenne ich zumindest nicht jetzt als der Alltag beim künstlerischen Dokumentarfilm, geskriptete Dialoge im Exposés oder ja, und ich finde es auch wichtig, die Luft zu lassen, dass sich noch Dinge verändern beim Dokumentarfilm, das wissen wir. Natürlich fragen wir immer, wie stellst du dir den Film vor? Wie könnte der im besten Fall aussehen? Ja, wohl wissend, dass die Wirklichkeit eine andere sein wird, bis dann mal gedreht wird, bis die Finanzierung steht. Das dauert ja immer ein bisschen, bis dann gedreht wird. Hat sich auch vielleicht im Leben der Menschen einiges geändert. Es hat sich sonst was geändert. Und da muss man halt im Dialog bleiben und transparent sein, um dann, wenn die ein oder andere Veränderung ein Problem darstellt, auch damit umzugehen. Also ich glaube, dass die meisten Leute, wir redet hier vom Publikum, das enttäuscht wurde.
oder auf betrogen wurde sogar, also Begriffe gehen so weit. Das Publikum ist wahrscheinlich nicht, die wenigsten wissen zu unterscheiden zwischen einem Dokumentarfilm, einer Dokumentation, einer Reportage. Ja. Richtig. Quasi die Wirklichkeitsbehauptung, die eine Reportage macht, wird auch auf den Dokumentarfilm angewendet, auch in dieser Debatte, die wir jetzt hier hatten. Dennis Bonsel, das ist wahrscheinlich einer der Punkte. Wir haben hier jetzt eine Debatte geführt, oder beziehungsweise in den letzten 10 Tagen ist eine Debatte entstanden, wo journalistische Kriterien angewendet werden auf Dokumentarfilm, weil es heißt, das Publikum erlebt Wirklichkeit über Reportagen oder über Dokumentationen, wo man diese Tricks nicht anwendet. Und das würde ich mal jetzt in Frage stellen. Wie siehst du das? Naja, abgesehen davon, dass wir, glaube ich, nicht lange suchen müssen, um herauszufinden, dass auch im Journalismus oft sehr unpräzise und emotionalisierend und nicht hart an den Fakten gearbeitet wird, finde ich jetzt die Schwierigkeit an der Debatte, also nochmal Jan, ich teile deine Enttäuschung, ich teile auch deine Schärfe gegenüber diesem Fall, aber das bringt uns natürlich überhaupt nicht weiter bei der Frage, was kann, will und darf der Dokumentarfilm, alle Grenzen auszuloten. Und ich kann aus den 10 Jahren und den knapp 1000 Filmen, die ich gesehen habe, sagen, es gibt so viele Graubereiche, wenn wir die müssten wir alle definieren oder wir müssen es sein lassen, weil wo fängt das an, da zu sagen, das darf sein, das darf nicht sein, was muss ich quasi alles, dass ich eine Schauspielerin deklarieren muss, ist klar, aber was muss ich, wenn wir die Wirklichkeitsbehauptung haben wollen im Dokumentarfilm, müssten wir so unendlich viel deklarieren und erklären davon, wie es entstanden ist. Sind Sie gut, oder? Jetzt haben wir einen Quer. Wir hören nicht. Ich weiß nicht, die Debatte müssen wir führen, glaube ich, immer wieder mit jedem einzelnen Film, aber wir werden sozusagen nie einen Konsens finden und die Frage ist, brauchen wir den überhaupt oder ist da auch ein Spielraum und ein Zutrauen auf Seiten des Publikums, das auch zu verstehen, dass es sich nicht getäuscht fühlt oder dass es hier verdichtet wurde oder dass da was weggelassen wurde. Also das ist, ich weiß nicht, wo wir da auf den Punkt kommen wollen, wenn wir sagen, wir schaffen, was ja jetzt eine Diskussion war in den letzten Tagen, einen Kodex für den Dokumentarfilm. Ja. Du hattest selber einen Artikel geschrieben, das heißt, du hast gemeint, dieses Prinzip des Fakten, 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 also die Behauptung, wir arbeiten im Raum der Überprüfbarkeit, wir machen noch faktische Ermittlungen, negiert ja das Medium selber. Und ist knapp an der Selbstmystifizierung, würde ich mal sagen. Das Problem ist aber, dass die Wirklichkeitserfahrung über den klassischen journalistischen Dokumentarfilm jetzt behauptet wird. Viviane, wie gehst du damit um? Ich habe gerade hier im Chat gelesen, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Sorry. Ja, Entschuldigung. Also eben, der Daniel Sponsel hat einen Artikel geschrieben, wo er diese Behauptung von, wir wissen, wie man Fakten, auf Fakten basierend erzählt, aber natürlich verschweigt, dass man natürlich auch mit dramaturgischen Mitteln arbeitet, dass man fokussiert, dass man Kontexte herstellt, dass man verdichtet, dass man letztlich eine Geschichte erzählt. Aber immer mit der Behauptung, die Wirklichkeitsvermittlung, wir wissen, wie es geht. Und da ist man ja, also wie geht man damit um, wenn man sagt, ich suche kreative Lösungen für diese Fragen? Zum Beispiel, indem du sagst, ich gehe auf eine Reise, ich inszeniere die Dinge. Ich möchte jetzt nicht wieder auf Mitternachts-Sommernachtstage kommen, aber du machst ja auch andere Filme. Wie gehst du damit um, dass quasi ein Anspruch an deine Filme gestellt werden, was heißt, wie überprüfbar ist das, was du da tust überhaupt? Und entspricht das den Kriterien, die man an einer Reportage anlegen würde? Also ich würde sagen, ich mache ja auch eher künstlerischen Dokumentarfilm. Ich gehe da auch sehr oft so ran, dass ich mir natürlich genau, also schon überlege, was für eine Geschichte ich erzählen möchte und auch überlege, was ich dafür brauche. Ich finde das halt immer wichtig, also für mich ist immer wichtig, authentisch zu sein. Also der Midsommernachtstango war eigentlich der einzige Film,
wo ich so einen Hybrid-Dokumentarfilm gemacht habe, wo ich ganz klar entschieden habe, dass es eine Mischung aus inszenierten Szenen und aus Dokumentarfilm und dokumentarischen Szenen, wobei die Protagonisten ja sehr authentisch waren, aber alle anderen Dokumentarfilme, die ich gemacht habe, die haben ja echte Geschichten erzählt. Also das ist jetzt, ja. Okay, gut. Ich sehe schon im Chat, läuft's heiß. Ich kann das nicht mitverfolgen. Susan, du hast es im Blick. Ja, mehr oder weniger. Gibt es hier eine Frage, die du, eine Frage, die du in die Runde werfen möchtest? Du hast eben gesagt, die Leute sollen die Hand heben bzw. sich dazuschalten. Das hat der Andreas Wilke getan und der Dick Vandenberg. Wollen wir die beiden es ist besser, ich würde es ist, glaube ich, einfacher, wenn du die Fragen aus dem Chat herausliest. Okay. Weil sonst, glaube ich, wird es kompliziert. Pass auf, dann fange ich mal oben an. Wir werfen es in die Runde. Gut. Ich mache das jetzt mal ganz der Reihe nach. 7.19 Uhr hat Herr Kolfenbach, beziehungsweise, Entschuldigung, nein, das wollte ich gar nicht sagen, jetzt habe ich den Namen genannt. Doch, ganz ruhig den Namen nennen. Ja, wollen wir das machen? Okay. Der Marcel Kolfenbach fragt, warum wollen wir als Zuschauer eigentlich unbedingt echte Prostituierte, echte Freier? Hätte nicht schon die Redaktion sich fragen müssen, ob sie als Redaktion das will, wenn es gelingen würde? Müssen wir uns als Zuschauer fragen, welche Stoffe überhaupt dokumentarisch zu verarbeiten sind? Also die Frage der Ausbeutung bereits prekärer und vulnerabler Protagonistinnen für einen voyeuristischen Markt. Vielleicht an unsere Redakteurin die Frage, oder? Mhm. Gudrun, magst du darauf antworten? Warte mal. Ja, doch, mein Ton ist an. Ja, also ich finde es hier bei diesem Beispiel ganz, ganz wichtig, dass der Vorschlag auch von der Filmemacherin kam. So, nach dem, was ich gelesen habe, hat sie sich mit diesem Thema schon Jahre beschäftigt und es war ihr auch ein Anliegen, da einen Einblick zu nehmen. Ich finde erstmal, dass fast alle Lebenssituationen möglich sind für einen Dokumentarfilm. Wenn man sehr respektvoll herangeht, respektvoll gegenüber den Protagonisten. Meine Erfahrung ist auch, dass wenn Protagonisten mitmachen, und wir bezahlen ja nicht fürs Mitmachen, also es entsteht ein Verhältnis zwischen Filmemacher und Protagonisten, Protagonistinnen, und wenn die dann mitmachen, dann ist es in der Regel dass sie auch einen Vorteil draus haben. Also einen Vorteil vielleicht, manchmal ist das, endlich interessiert sich jemand für mich. Und da muss man auch schauen, wenn man mit den Leuten dreht. Und ich kenne das nur so, dass alle Autorinnen, Autoren sehr großes Verantwortungsgefühl haben. Wo ist die Grenze? Wo muss ich vielleicht diese Protagonisten, Protagonistin vor sich selbst schützen? Das kenne ich und das findet auch noch mal im Schneideraum statt und das findet auch noch mal bei Abnahmen statt, also diese Gespräche darüber. Von daher hätte ich da keine Bedenken, wenn jemand mit dieser Ethik so einen Film macht. Wir hatten mal uns überlegt, vielleicht das noch ganz kurz, ob wir einen Film über das Sterben machen. Das fand ich auch sehr... sehr schwierig. Wir haben es dann schließlich gemacht, nach sehr, sehr vielen Gesprächen und auch intensiven Gesprächen mit der Protagonistin, ob sie das wirklich will, wie sie das will, warum sie das will. Es war so bei ihr jetzt so ein Vermächtnis so für die Familie, die sie zurücklässt. Also wie gesagt, ich habe da das Gefühl, dass die Dokumentarfilme, die ich kenne und mit denen ich gearbeitet habe, dass die da sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Von daher würde ich das für möglich halten, absolut. Dankeschön. Toni Karat, ich kürze die Frage ab. Ich sehe einen Trend zum Spektakulären, auch voyeuristischen. Wieso meinen manche offenbar, dass die Dosis an Realität erhöht werden muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden? Auch das Unspektakuläre ist doch super spannend und kommt leicht unter die Räder durch die Erwartungshaltungen. Eine gute Frage für Daniel, der am engsten mit publischen Interessen zu tun hat. Daniel? Ja, ich stimme. Hört ihr mich? Mhm. Eben war instabil, bin ich jetzt wieder da? Ja,
Gut. Ich stimme dir unbedingt zu, Gudrun. Im Prinzip kann man in jedem Umfeld und jedem Sujet einen Dokumentarfilm machen, aber es gibt einfach Sujets, die sind hochsensibel, ja. Und da muss man dann tatsächlich sehr früh über Erwartungshaltung reden und über Phänomene und auch über Voyeurismus und so weiter und so weiter. Die Frage nach dem, warum das im Trend ist, ich glaube, die beantwortet doch sich von selbst, weil wir leben in einer durchmedialisierten Gesellschaft, in der alles immer medialer verarbeitet wird als in den Jahren zuvor, und da will der Dokumentarfilm wahrscheinlich sein, also ich spekuliere jetzt einfach mal, da wollen wir als Dokumentarfilm den Platz, einen Platz haben, und das verführt bestimmt sicher dazu, dass viele Dokumentarfilme und gerade junge, das erlebe ich ja an den Filmhochschulen, wo ich unterrichte, das ist ein Wettbewerb, und da will man gesehen werden und muss was bieten. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung unserer Mediengesellschaft. Ich glaube, die macht vor dem Dokumentarfilm leider auch nicht Halt. Da müssen wir auch ehrlich sein, von Seiten des Publikums. Da müssen wir uns fragen, was gucken wir denn so und welche Zeit nehmen wir uns genau hinzugucken und wann schalten wir um im Fernsehen und so weiter. Also das ist doch eine Dynamik der letzten 20 Jahre, die können wir doch nicht ignorieren im Dokumentarfilm. Die umgibt uns tagtäglich. Wie reagierst du darauf, Daniel, jetzt ganz konkret nachgefragt, in der Auswahl deiner Filme, die du zeigst auf dem Festival? Das kann ich dir sehr konkret beantworten. Wir haben tatsächlich unser Festival an den Rändern bereichert, um sehr attraktive, sehr zugängliche, ich sage jetzt sogar niederschwellige Filme, weil wir unser Publikum erweitern wollten, weil wir auch für den Dokumentarfilm junges Publikum gewinnen möchten, das damit vielleicht überhaupt noch keinen Kontakt hatte. Aber im Kern unseres Programms haben wir weiterhin die wirklich sehr fragilen, subtilen, essayistischen, beobachten, was auch immer, name it, Dokumentarfilme, die nicht so leicht zugänglich sind. Das ist unser Kern, unser Markenkern und unser Festivalkern. Aber wir haben sehr bewusst unser Programm erweitert um Attraktionen, ja, klar. Die Schraube wurde ja hochgeschraubt durch Netflix unter anderem. Netflix ist kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, sondern die orientieren sich am Markt. Und der hochdramatische, hochfiktionalisierte, dokumentarische Erzählungen, kann man sagen, prägen den Erfolg auch von Netflix. Wie sehr schlägt sich das fest jetzt in den Erwartungen des Fernsehens, beziehungsweise in den Ansprüchen der Filmemacher? Gibt es irgendjemand, der darauf antworten will? Ich meine, eigentlich ist es eine Frage für die Hochschule. Ich meine, da kommen die neuen Filme her. Ja, ich bin ich Hörer, ja. Ich kann da was zu sagen. Es ist natürlich eine Frage, was mein Ziel ist. Also wenn mein Ziel ist, ich möchte ein großes Publikum erreichen, ein sehr, sehr großes Publikum erreichen, ein niedrigschwelliges Publikum erreichen, das kann ich ja versuchen vorher zu definieren. Und dann kann ich versuchen, dem gefällig einen Film zu machen. Das ist ja alles möglich. Ob ich damit Erfolg habe, ist nochmal eine andere Frage. Aber die Frage ist ja, was möchte ich? Und jetzt an der Kunsthochschule ist das nicht erst erklärtes Ziel, sondern da ist erst erklärtes Ziel, seine eigenen Ausdrucksmittel zu finden und vielleicht dann doch eher in diesem Kernbereich sich wiederzufinden. Und ich finde es halt auch sehr, sehr gefährlich, das so zu trennen und so zu sagen, also es gibt hier die Niederschwelligen, da muss dann dicke Musik und dicke Hose sein und da können die Leute Spaß haben und da erreiche ich auch die Leute und dann gibt es die anderen schwierigeren. Weil ich glaube, dass diese Trennung dazu führt, dass man in gewisser Weise auch niemanden mehr fordert und dass man auch im Endeffekt nichts mehr erreichen kann, sondern das ist so eine Art Aufgabe, finde ich. Also man sagt dann, ich sortiere die Leute nach dem, was erwartbar ist und was die selber erwarten. Damit gebe ich ja meine Verantwortung an die Leute ab und sage schon, ich weiß genau, was die gucken wollen. Das Tolle ist doch, wenn ich auf ein Festival gehe, dass ich was entdecke, was ich eben nicht erwartet habe. Und wenn ich im Fernsehen mal reinkomme in eine Sendung oder wenn ich da was sehe, was ich nicht erwartet habe, wo ich sage, das ist jetzt aber mal was ich gar nicht kenne oder was mich erstaunt oder sowas und wo ich freudig erregt bin, weil es halt mal was ganz, ganz anderes ist als das, was da permanent läuft. Und da finde ich, ist es doch ganz, ganz wichtig, dass man einfach guckt, die Mittel, die eingesetzt werden, zu welchem Zweck werden die denn eingesetzt? Werden die dazu eingesetzt,
um eine Geschichte rund und glatt zu machen. Und wenn eine Geschichte rund und glatt ist, ist sie dann vielleicht dazu da, dass ich als Zuschauer selber nicht mehr denken muss, dass ich eingelullt werde, dass ich mich zurücklehnen kann, dass ich keine Fragen stelle, dass alle Fragen schon beantwortet sind, bevor ich auch nur die ersten 2 Minuten gesehen habe. Das muss jeder für sich selber beantworten. Ich kann bei mir nur sagen, bei mir gibt es immer eine größere Langeweile, die auch kommt. Und ich glaube, dass das auch auf ein breites Publikum zutrifft. Die absolute Sattheit von denen, alle Boxen sind bespielt, alles ist total perfekt, es gibt gar keine Brüche, es gibt keine Porosität, es gibt kein Huch, das habe ich jetzt nicht erwartet, sondern es ist immer Schnitt, Großaufnahme, das und das. Ich weiß genau, was kommt. Wir sitzen vor Filmen und sagen, jetzt kommt, Schnitt, das und genau das kommt. Und das ist doch die Langeweile und das Blödeste, was passieren kann. Also eigentlich diese Grenzziehung und zu sagen, hier sortiere ich das hin, was irgendwie groß, dramatisch, Riesenaufnahmen und sowas hat und hier sind die anderen Sachen, dann finde ich, verliert man so ein bisschen, weil die Absicht, sofort zu erkennen, was will derjenige, dann bin ich ja schon gelangweilt und verstimmt und ich bin einfach für eine Offenheit und eben nicht für die Festlegung. Die nächste Frage, Entschuldigung, die nächste Frage kommt. Sekunde. Cool. Kann ich mich noch mal kurz einklicken, weil ich glaube, ich fühle mich jetzt gerade missverstanden von dir, Ulrike. Wenn ich sage, ich habe das Wort niederschwellig benutzt, dann meine ich nicht, du weißt, glaube ich, was ich meine, was auf dem Festival niederschwellig ist. Ne? Wir reden nicht darüber, dass wir dann RTL-Dokus oder sonst was zeigen, sondern wir reden über Filme, die zugänglicher sind. Und ich finde, dass wir keinen Elfenbeinturm brauchen für den Dokumentarfilm. Wir brauchen ein breites Publikum. Das gerade eben genau dadurch, durch Filme, die vielleicht zugänglicher sind, dann zu anderen Filmen, was habe ich schon erlebt auf dem Festival, wo Leute, also das krasseste Beispiel ist, dass der zweite Oberbürgermeister, ich nenne jetzt keinen Namen, von München, das ist schon eine Weile her, der kam nach unserem Eröffnungsfilm zu mir und meinte, das gibt's ja gar nicht, ich habe noch nie so einen Film gesehen, kann in einem Dokumentarfilm tatsächlich über Liebe erzählt werden, den haben wir angefixt, auf Deutsch gesagt. Und das waren zugänglicher Film, klar, aber der hat das Genre für sich entdeckt. Und davor sollten wir uns in keiner Weise verschließen. Und aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn du wüsstest, wie viel Einreichungen wir bekommen, wo wir sagen würden, bitte das Ganze jetzt ohne Musik, dann würden wir den Film zeigen. Das erleben wir bei 50% aller Filme. Aber wir können da jetzt auch die Welt nicht mehr ändern. Weltweit wird das so gehandhabt. Welchen Zugriff haben wir darauf? Wir haben sogar schon mal von einem Film gefordert, die Musik rauszunehmen und haben das durchbekommen, dass er das macht und wir ihn dann gezeigt haben. Aber Daniel, es war jetzt auch gar nicht gegen eure Programmierung, sondern es war eigentlich grundsätzlich gegen diese Formatierung der Welt und der Formatierung natürlich auch des Fernsehprogramms. Diese Erteilung in alles, da darf man das und da darf man das nicht und das war dafür ein Aufruf. Aber ja, Leute anzufixen finde ich super, aber ich weiß halt nicht, ob das nur mit niederschwelligen Sachen geht. Also ich erlebe ganz, ganz oft, jetzt auch bei dieser ganz jungen Generation, dass die eben total begeistert sind von Sachen, wo man sagte, wow, so weit war man schon mal in den 60er Jahren. Man war ja viel weiter als heute bei manchen Sachen. Also ich rede einfach nur für die Vielfalt. Okay. Ist das vielleicht eine Überleitung an unseren jüngsten Panel-Teilnehmer, David? Wenn du jetzt keine direkte Frage da rausziehst. Doch, ich habe ganz viele Fragen, nur ich dachte, weil Ulrike das gerade erwähnt hat. Machen wir das mal. Joshua, du hörst dem zu, du bist Jüngstfilmer, kann man sagen, du trittst gerade ein. Dein Vater ist zwar John Cantara, den man ja kennt, also dir ist das nicht komplett unvertraut. Jetzt hörst du dir das so an, was gibt dir das? Ja, also nun kurz vorab, also ich bin ja nicht aus dem Dokumentarfilm, ich bin ja hauptsächlich Kameramann für kleinere Image-Werbe- und Fiction-Filme. Und hinzu kommt, dass ich mit 19 Jahren natürlich noch ganz am Anfang meiner Filmkarriere stehe und deshalb nur bedingt zu dem Thema aus meinen eigenen Erfahrungen heraus etwas beitragen kann. Aber ich wurde zum Beispiel gerade im Chat gefragt, ob ich das Thema nicht langweilig finden würde. Und da kann ich nur sagen, ganz im Gegenteil, das Interesse ist durchaus vorhanden und vor allem nach den jüngsten Ereignissen halte ich es für wichtig, mich selber auch zu dem Thema Wahrheit im Dokumentarfilm, mich damit auseinanderzusetzen. Und nun wurde ich ja eingeladen, um eine jüngere, jugendliche Perspektive mit in die Situation reinzubringen. Und da die Jugend ja natürlich
aber keine so gesamte, also ein einziges Meinungsspektrum, also es ist schwierig für mich, ein ganzes gesamtes Meinungsspektrum abzudecken, habe ich mich in Vorbereitung auf das Gespräch mit einigen meiner Freunde und Bekannten zu dem Thema habe ich befragt. Und die zwei Hauptpunkte, die auch teilweise hier heute schon gefallen sind, waren tatsächlich die Neutralität und auch oft die Authentizität des Ganzen. Und ich als jemand, der noch überhaupt nichts mit Sendern und Co. zu tun gehabt hat und der im Zweifel nicht an die Zwänge eines Senders gebunden ist, fragt sich, wie kann so etwas jetzt wie zum Beispiel Love Movie im Fall Love Movie eigentlich passieren? Also ohne die Autorin jetzt in Schutz nehmen zu wollen, wie kann es sein, dass eine Regisseurin wie Elke Lernkraus, die ja durchaus, das habe ich jetzt nur gelesen, die Vorarbeit und auch die Vorfinanzierung erbracht hat, um diesen Film zu recherchieren und ihn zu drehen, und also wie kann es sein, dass jemand wie Sie es für nötig hält, den Zuschauer so zu belügen? Jetzt kann man natürlich sagen, die wollte einfach nur böse sein und ihren böse Absichten nachwerfen, ne, uns dabei belassen. Aber ich frage mich so, ob es da nicht ein bisschen tieferes Problem gibt. Und das ist jetzt aus meiner eigenen Unerfahrung heraus. Aber der Sender, so wie ich es verstehe, will eine Geschichte oft und am liebsten großes Kino, trotzdem authentisch und am besten mit irgendwie dem geringsten Budget, das es gibt. Und dieser Druck, das wurde jetzt teilweise auch schon angesprochen von Jan zum Beispiel, dieser Druck verleiht ja nicht teilweise dazu, die Dinge eher zu inszenieren. Und sollte der Sender zum Beispiel beim Thema Sexarbeit oder so, von dem wir alle wissen, dass es ein sehr, sehr schwieriges Thema, dokumentarisches Thema ist, sollte der nicht mehr Geld in die Hand nehmen, damit Autorinnen und Filmschaffende, die diese gewünschten Themen recherchieren und umsetzen können? Also sollte der Sender als Auftraggeber nicht zumindest, wenn authentischer Content gefordert ist, auch die Möglichkeiten bereitstellen, diese gewünschten Geschichten authentisch zu erzählen? War seit sehr lange, aber das ist so das, was ich hier mitgenommen habe gerade. Nachdem du jetzt die ganzen Ansprachen gehört hast, hast du eine Frage, die in mir... Als wenn du willst ja in dieses Business, du suchst einen Weg, dich als Filmemacher zu entwickeln. Hast du eine Frage? Ja, also das war ja auch schon wieder mich würde einfach mal interessieren, wie Leute, die schon sehr viel länger in dieser Industrie mit drin sind, wie die das so interpretieren würden. Also sollte da mehr, oder hat das einen anderen Hintergrund, aber wie da sowas passieren kann, dass jemand wie jetzt beim Thema Laufmobil darauf kommt, den Zuschauer so zu belügen. Okay, also wir können natürlich nicht fragen, warum in diesem Film ist, wir können das nicht beantworten, das können nur die unmittelbar Beteiligten. Wir werden vielleicht bald eine Veranstaltung machen können mit Elke Lernkraus. Sie hat ja vorgestern ein sehr ausführliches Interview über den Werdegang abgegeben, ist auf Arteschock zu lesen. Aber hier geht die Frage wahrscheinlich in die Runde. Also wie kann das passieren? Das betrifft jetzt die Profis in der Runde. Passiert das? Kann es passieren? Wie geht man damit um, wenn es passiert? Dass man sagt, ich bin am Ende meiner Mittel. Muss aber einen Film machen. Wir wissen nicht, ob das Problem war von Elke. Aber ich schiebe es mal in die Runde. Will da jemand darauf antworten? Also ich kann nur darauf antworten, dass ich mich jetzt an dieser Detektivgeschichte, die viel kriminalistischen Spürsinn bedürfte, nicht beteiligen kann, weil dazu müssen wir wirklich mit Prozessen abvollziehen. Das können wir einfach nicht. Also es ist müßig. Es geht eher um die eigene Erfahrung, die wir als Filmemacher machen. Ja, und auch, also vielleicht, Moment, Joshua, könnte ich es vielleicht so zuspitzen, weil es gibt, ich sehe gerade im Chat, gibt es viel zum Thema ja Umgang mit Protagonisten. Das kann ja auch, da geht es ja darum, dass man sagt, zum Beispiel, man kommt in eine Situation und stellt fest, ein Protagonist will nicht oder ein Protagonist würde nicht, wenn ich ihm sage, was ich wirklich suche. Also Manipulation, Täuschung vielleicht bereits im Zustand des Prozesses. Will jemand darüber sprechen? Was wäre so eine Zwangslage? Oder sagen wir alle, nein, wir sind zu ehrlich, wir würden das nie machen. Schweigen.
Formuliere dazu kurz noch eine Frage von Marcel von Dietmar Post, Entschuldigung. Wir reden immer nur über die Macherinnen und welche Grenzen sie vielleicht haben als Künstler, aber was ist mit den Menschen in unseren Filmen? Wie behandeln wir sie eigentlich? Wo ist der Respekt vor ihnen und ihren Geschichten? Es sind die Menschen in unseren Filmen, die das größte Risiko eingehen. Sie teilen ihre Geschichten und ihr Leben mit uns. Da möchte ich vielleicht was zu sagen. Das ist ja letztendlich keine Frage, sondern eine sehr schlaue Aussage. Das ist ein Punkt. Und wir als Dokumentarfilmerinnen sind die sogenannten Vampire, die sich daran bedienen und die sich dadurch auch nähren. Aber ich denke, das geht auch nie in eine Richtung. Man nimmt und man muss auch geben. Und wenn man gibt, dann bekommt man was Wahrhaftiges, dann passiert was Wahrhaftiges zwischen den Protagonistinnen und einem selber als Filmemacher. Wenn man nur nimmt, dann passiert das nicht. Und das beziehe ich jetzt nicht auf den Film Love Mobil, weil da möchte ich gar nichts zu sagen, weil ich finde das auch, das ist jetzt die falsche Diskussion. Das müsste woanders stattfinden mit den Protagonistinnen, mit der Filmemacherin, mit dem Redakteur. Ich finde dieses Spekulieren darüber und das ist ja Küchenpsychologie, dass ich jetzt sage, warum hat die das gemacht? Also, ich möchte einfach nur darüber reden, dass wenn ich Protagonistinnen habe, das war ganz am Anfang, was ich gesagt habe, was ich an der KHM, was man schon diskutiert, wenn man alleine eine Übung macht, das ist nicht ein Grenzen ziehen, aber das ist eine Diskussion, auf welche Verantwortung lasse ich mich ein. Wenn ich alleine eine kleine, belanglose, eine naive Geschichte erzähle oder eine Geschichte, jemand schließt sein Geschäft nach 30 Jahren, auch da habe ich eine irre Verantwortung und das ist noch nicht mal ein extremes Problemthema. Und da werden schon Fragen diskutiert mit Verantwortung. Ich werde vorher den Film mit denen gemeinsam gucken, vor wem dürfen das und das aber nicht wissen. Dann kommen Befindlichkeiten. Da begebe ich mich doch rein und trage doch dann auch über den Film hinaus letztendlich ein Leben lang ein Risiko, eine Verantwortung. Und ich habe ein Leben lang, gehe ich eine Verantwortung ein, indem ich dann auch Freundschaften geschlossen habe. Ich habe gemacht. Und dieser Kontaktpool, der wird immer größer, je mehr Filme man macht. Aber man merkt dann auch, wie diese Verbindungen, die gehören einfach zu dem, was ich mache und wie ich mit Menschen umgehe, dazu. Niemand möchte gern belogen werden. In seiner Beziehung nicht, beim Filmemachen nicht, bei der Arbeit nicht, egal welche Arbeit ich mache. Das sind so ein paar Kriterien. Ich finde, darüber kann ich persönlich gar nicht diskutieren. Und das hat jetzt nichts mit irgendeinem Moralaposteltum oder ich bin heilig zu tun, aber ich finde, das ist doch zumindest der Wunsch, den die Menschen, deswegen haben die Menschen auch, glaube ich, diesen riesigen Wunsch, Dokumentarfilme zu sehen, weil sie das Gefühl haben, da geht es um eine Ehrlichkeit und da geht es um etwas, was sie selber nicht erleben und dem sie vertrauen können. Und ich finde, dieses Potenzial, das dürfen wir doch auf gar keinen Fall verspielen. Und das kann man nur erhalten und nur gewinnen, wenn man weiterhin die Verantwortung übernimmt, sowohl für die Protagonistinnen als auch für den Zuschauer, aber auch für sich selber. Weil man selber gibt auch unglaublich viel von sich her. Und vielleicht ist es sogar manchmal Zufall und dann kommt auch zu viel und dann kommt auch ein Scheitern da rein oder dann kommt vielleicht auch ein Versagen an der einen oder anderen Stelle. Aber trotzdem sind das die Gesetze, über die ich eigentlich nicht diskutieren kann. So, ja. Das ist ein hoher ethischer Anspruch. Ich glaube, das teilen alle alle Filmemacher, würde ich sagen. Jetzt aber mal ernst. Jan, manchmal muss es schnell gehen. Ulrike sagt, sie macht Langzeitbeobachtung. Da hat man ein intensives Verhältnis zu seinen Protagonisten. Was ist, wenn es schneller gehen muss? Das sind die Ansprüche sind die gleichen. Also ich kann die Frage gar nicht so pauschal beantworten, weil es immer auf den jeweiligen Film ankommt. Ich kann für mich nur sagen, dass ich versuche, bei jedem Film den Protagonisten gerecht zu werden. Also meine Filme sind immer sehr character-driven. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist. Also es sind immer die Protagonisten, die es nach vorne treiben. Ich versuche mich als Regisseur sehr in den Hintergrund zu nehmen, weil ich glaube, ich mache nicht das, was hier als künstlerischer Dokumentarfilm bezeichnet wird. Und trotzdem sind die natürlich von mir orchestriert, weil ich die Protagonisten aussuche. Und da ist bei mir konkret immer die Frage, wie sehr spitze ich zu, wie sehr schnitze ich meine Figuren. Ich habe teilweise einen Cast von 12, 15 Protagonistinnen und jeder steht natürlich für eine Rolle, und weil sonst wird es völlig unübersichtlich. Und das ist natürlich eine ganz, ganz subjektive Auswahl. Und das ist jedes Mal eine Abwägung, wie sehr kann ich da verdichten, wie sehr kann ich zuspitzen, wie sehr kann ich Sachen auch weglassen. Und das geht wirklich an die Grenzen des Unredlichen, ganz oft.
Ich kann das ganz, ganz schwer jetzt pauschal beantworten, David. Es gibt den Spruch von Werner Herzog, der sagt, Filmemacher sind Diebe. Sie kommen nur deswegen davon, weil sie einen Film draus machen. Das heißt, einen höheren Wert entwickeln, gewissermaßen, aus ihrem Diebstahl. Das ist ein, ich weiß nicht, natürlich sind wir alle wahnsinnig ethisch und wollen immer so verantwortungsvoll sein wie möglich, aber wir sind tatsächlich Filmemacher. Wir blicken in eine Welt, die uns nicht gehört. Wir nehmen Dinge mit. Du sagst, du schnitzt die Protagonisten zu. Also die Wirklichkeit sieht auch noch ein bisschen anders aus. Wenn man zum Beispiel in Milieus reingeht, wo man nicht filmen könnte, wenn man es nicht unter einem bestimmten Vorwand tun würde. Viviane, du arbeitest an einem Film, dessen Thema wir jetzt nicht nennen dürfen, aus diesem Grund. Du bist unter anderem mit Tarnkappe unterwegs. David, ganz kurz. Viviane, musst du sich ausschalten, die musste weg. Es ging leider nicht, ist nicht mehr dabei. Ja. Ah je, okay, gut. Also dann vielleicht in die Runde. Wenn wir jetzt in echte konfliktuöse Milieus reingehen, wo wir nicht einfach mit allen ein neutrales Verhältnis oder ein kollegiales Verhältnis eingehen können, wenn wir sagen müssen, dem einen dürfen wir nicht wirklich erzählen, was wir hier tun. Ist das ein Bruch des Ethos oder ist das auch ist das ein anderer Auftrag, den wir auch noch gleichzeitig haben? Will niemand dazu was sagen? Ich kann was dazu sagen. Ich weiß auch nicht, ob du mich damit gemeint hast, vielleicht sogar schon. Nicht bewusst, aber bitte schön. Ja, das war eine sehr gute Frage, weil eigentlich in den meisten Filmen agieren wir ja so, wie es auch die ganze Runde es gesagt hat und auch die Ulrike Franke das sehr deutlich ausgedrückt hat. Wir haben natürlich, als wir auch Fathers and Sons gemacht haben, Kinder des Kalifats mit Talal Derki, der da eine dschihadistische Familie ging unter dem Vorwand der gleichen Gesinnung zu sein, haben wir das sozusagen gebrochen. Und also ich stand dahinter und er natürlich auch, das war seine Idee, nicht meine, ja, Talal Derkis Idee, das zu tun, weil es hier auch, weil Dschihadisten für gut, vielleicht ist es auch nicht richtig, ja, aber bei Dschihadisten dachten wir, da ist es, da kann man es machen und es ist uns wichtig, wie geht es diesen Kindern dort, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, wie Kinder zu Dschihadisten dann wiederum werden, welche wenigen Möglichkeiten sie haben, sich eigentlich frei zu entfalten, unter welchen Zwängen sie sind und so weiter. Und das hat der Film ja dann gezeigt und hatte auch einen persönlichen Kommentar, in dem er das dann auch an einigen Stellen des Films dann deutlich gemacht hat, damit auch die Haltung des Filmemachers da klar wird, mit der er in diese Situation ging. Aber es ist sicherlich auch etwas, was diskussionswürdig ist und was auch diskutiert wurde. Ja. Kann ich eine weitere Frage einschieben? Noch eine Antwort darauf, ja, gerne. Als Erweiterung, das ist jetzt wie schon öfter heute Abend, wir können nur antworten, dass das jeder Film für sich selbst beantworten muss. Wenn wir jetzt an David Nightmare zum Beispiel denken, dann das sind lauter Regeln, die sind dort gebrochen, wie man nicht arbeitet mit Protagonisten. Aber wir alle sagen, ein unglaublicher Film, ein unglaublicher Einblick in eine Wirklichkeit und Lebenswelt, die wir wertschätzen. Also das kommt wirklich, wie du schon sagst, gut tun. Ihr habt diese Regeln dort auch gebrochen und ihr hattet dafür euch Gründe. Ja. Gründe, ich sage jetzt nicht zurechtgelegt, sondern Gründe gesucht, die verständlich sind, ganz klar. Uns transparent gemacht, ja. Also nicht gegenüber dem Protagonisten, oder? Nein, gegenüber dem Publikum, Entschuldigung. Das Publikum. Aber nicht gegenüber dem Protagonisten. Darum geht es ja quasi. Dass wir die Täuschung erlauben wir uns dann, wenn wir im feindlichen Gebiet sind, gewissermaßen. Ja. Also ich selber habe auch so einen Film gemacht. Auch im Grenzgebiet, ich war also auch ein paar Mal im Grenzgebiet, merke ich so. Ja. Ja, also, wo man dann hingeht und sagt, denen erkläre ich jetzt nicht ganz genau, was ich hier gedreht habe, sonst komme ich da nicht hin. Ja. In Paraguay, als wir diesen Konflikt zwischen Bauern, Kleinbauern und Großbauern gefilmt haben, haben wir täglich die Fronten gewechselt. Wir durften den Großbauern nicht sagen, wo wir gerade waren und dürfen nicht sagen, was wir genau hier filmen.
sonst hätten wir diese Bilder nie gekriegt. Das erlauben wir uns, weil wir sagen, im Sinne einer höheren Sache, kann diese höhere Sache auch etwas anderes sein als so ein klarer ideologischer Konflikt, wo man sagt, ich erlaube mir, weil denen will ich ihnen noch was beibringen. Die werden nie erfahren, was ich mit ihnen gemacht habe, weil sie weit weg sind. Das ist mit investigativen Formaten ja häufig der Fall. Es gibt ja nicht nur den Dokumentarfilm, der als Beobachtender, Beschreibender funktioniert, wo man die Möglichkeit hat, diese ganzen Ansprüche zu realisieren, aber es gibt Dokumentarfilme, wo das nicht der Fall ist. Ich würde gerne jemanden dazu sprechen hören, es ist Viviane Raus, die gerade an sowas arbeitet. Ist jemand anderer von euch vielleicht dazu bereit? Falls nicht, lassen wir im Raum stehen und gehen zur nächsten Frage. Susanne. Okay. Inwieweit sind auch Trends wie Constructive Journalism dafür ursächlich, dass zuerst die gewünschte Botschaft feststeht und dann im zweiten Schritt geht es um die Botschaft, wird der Film herum um diese Botschaft gestrickt? Dass zuerst der Wunsch nach Gesellschaftskritik, investigativer Erfolg und so weiter im Vordergrund steht und danach die Suche nach dem opportunen Zeugen beginnt, welche die These bestätigen und so weiter. Und wenn diese nicht gefunden werden, improvisiert man das Ganze, damit und dass dann Grenzen überschritten werden, damit die Botschaft dennoch klar sichtbar bleibt. Was ist zuerst das Thema und die Bebilderung des Themas, das Finden der Protagonisten, der Orte, oder ist es genau umgedreht? Was wünschen wir uns? Was wünschen wir uns vielleicht als an die Redakteurin gerichtet, auch wieder als Frage? Vielleicht, also ich glaube, es gibt wirklich beides. Und Filmemacher, man sagt ja auch immer zu Recht und erwartet das, Dokumentarfilmemacher sollen eine Haltung einnehmen, sie sollen eine Handschrift haben, eine Haltung haben. Das sind ja Leute, die auch eine Leidenschaft haben und gerne auch was aufdecken möchten, auf was hinweisen möchten, eigentlich unsere Gesellschaft, ich sage mal so ganz idealistisch, besser machen wollen, so sehe ich das. Und natürlich kommen manchmal auch Ideen auf, vielleicht aber auch manchmal von Redaktionen, das schließe ich auch nicht aus, das Thema, da müsste man doch mal was machen und das hin. Und dann sucht man vielleicht die Personen dazu. Ja? Das sind immer wieder ganz spannende Diskussionen, dann auch, weil auch eigentlich allen Beteiligten klar ist, der Film muss noch eine große Offenheit haben. Ja, es kann nicht alles schon feststehen und dann nur Belegzeugen dafür gefunden werden. Aber es ist bei manchen Themen, die sehr aufregen und die sehr, sehr emotional auch die Beteiligten beschäftigen, ist das nicht immer ganz leicht. Also ich glaube, es gibt wirklich beide Herangehensweisen. Aber es gibt immer eine Diskussion, so wie ich es kenne, also bei dem künstlerischen langen Dokumentar. Vielleicht möchte ich auch noch dazu sagen, ich denke, die Haltung ist natürlich eine Sache, die total wichtig ist, aber es ist natürlich auch die Frage, wenn ich die Antworten alle schon weiß oder eine klare These habe, dann brauche ich ja nicht loszugehen. Also was mich als Dokumentarfilmerin antreibt, ist ja die Neugierde auf die Welt und nicht das Reproduzieren der eh schon vermuteten Antworten und der eh schon vermuteten Gesten und das Reproduzieren des Reproduzierens der eh medialisierten Welt. Also das fand ich vom Daniel auch nochmal einen total wichtigen Hinweis, dass letztendlich diese Durchmedialisierung, dieses permanente Verfügbarsein auch zu einer permanenten Imitierung dieser Welt führt. Und dass das Suchen danach, dass man etwas findet, was nicht die Kopie einer Kopie einer Kopie ist, unglaublich schwierig ist. Und dass man da sich einfach wirklich auf den Weg begeben muss. Und man darf keine Antworten in der Tasche haben. Also man darf, das hört sich jetzt wieder so links an, aber ich meine, dann lohnt sich die Reise quasi nicht. Wenn ich die Sachen bebildere, dann mache ich nicht das, was meine Neugierde auf die Welt betreibt, sondern dann stelle ich mich in den Mittelpunkt und nicht die Protagonistinnen oder das Thema. Also das ist eigentlich das, was uns
wirklich antreibt, die Neugierde und das sich überraschen lassen auch. Ulrike, es ist absolut richtig und ich glaube, das trifft auch für fast alle zu. Nur, ich sage nur, wir sind alle Menschen und in manchen, bei manchen Projekten merke ich halt, dass dann auch einmal andere Ideen auftauchen, sage ich es mal so. Aber prinzipiell will jeder offen und offen beobachten und ich glaube, viele schaffen das dann auch noch, sich so ein bisschen den inneren Schweinehund zu bekämpfen und dann doch noch mit einer offenen Haltung dann loszugehen. Aber ich frage mich umgekehrt, würde sich das Fernsehen, ich generalisiere es jetzt, würde das Fernsehen sich zufrieden geben damit, wenn lauter solche Filme entstehen würden, wie Ulrike sie gerade beschreibt? Für den langen Dokumentarfilm, ich kann ja nur dafür sprechen, nein. Also ich glaube, da ist wirklich, wir suchen auch Filme, wo noch etwas offen ist, ja. Wir wollen natürlich, und das sagt man ja auch immer, wir wollen so ungefähr, das habe ich ja auch mal am Anfang gesagt, es sind ja oft Gespräche, wie könnte so ein Film aussehen und natürlich sprechen wir darüber, was sollte in dem Film drin sein, es werden Exposés geschrieben, aber ein Stück Offenheit muss sein, das macht ja das Wertvolle am Dokumentarfilm aus. Auch das, was überraschend passiert und es ist ja auch gar nicht möglich, alles genau zu planen, dann wäre es für mich kein Dokumentarfilm mehr, ich glaube, das würde man dem Dokumentarfilm auch anmerken. Also bin ich überzeugt, dass man, wenn man das alles so abfragt, da wird Leben fehlen, da wird was fehlen im Film. Susan, weitere Frage. Wir haben 20 vor 8, aber wir haben erst angefangen zu reden. Einerseits, lass uns noch ein bisschen weiterspielen, wenn die Leute mitmachen. Aber wir sollten nicht mehr allzu lange machen. Sagen wir mal, wir machen noch 10 Minuten und du bringst die Frage. Es ist 20 vor 9, David. Vor 9, ja, pardon. Ich denke, eine wichtige Frage hat der Thomas Brzezinski gerade relativ zum Schluss gerade gestellt, um die Diskussion zu Standards für dokumentarische Filme wie Love Mobile und das nicht deklarierte Nachstellen von Realitäten mit Darstellern als echte Beobachtung zu erweitern, würde ich gerne vor dem Hintergrund der Debatte um die Narrative von Herrn Tschibis und seinem Corona-Film auch darüber nachdenken. Das ist die Frage, wo endet der kritische, engagierte Dokumentarfilm mit Haltung und Engagement für eine als richtig und ethisch wichtig empfundene Agenda und wo beginnt Propaganda, eine andere Art inszenierter Realität? Wahrscheinlich wäre das noch eine ganz eigene Diskussionsrunde wert. Sollen wir vielleicht den Aspekt mitnehmen, den wir in die allgemeinere Debatte mit einbeziehen können, nämlich wo beginnt Propaganda? Also es war vorher von Haltung die Rede. Man macht jetzt einen Umweltfilm oder man macht einen Film unter Dschihadisten als Anti-Dschihadist. Ab wann fängt man an, diese Realität, die man da begegnet, so zu beschreiben, wie man sie will, als das Negativbild, das man sich sucht. Aber wie, ja. Wir lassen die Frage im Raum stehen in dem Fall. Hast du noch eine? Ja. Ganz viele. Eine kurze Frage zu beantworten. Warum ist der Film nicht mehr in der Mediathek sichtbar, wurde gefragt. Viele wünschen sich den Film dort. Warum wurde er rausgenommen? Kann man ihn wieder sehen irgendwo? Wir bezahlen Rundfunkgebühren. Es ist auch ein Stück weit unser Recht, den Film zu sehen. Kann man leicht beantworten, David, soll ich schnell? Aufgrund der Auseinandersetzung um den Film herum sind jetzt gewisse Persönlichkeitsrechte nicht geklärt anscheinend für die Protagonistinnen und Protagonisten. Der Sender kann den jetzt nicht in der Mediathek lassen. Also auch wenn sie es würden wollen und ich hoffe, er kehrt auch zurück, wenn das geklärt ist, damit wir über den Film reden können, aber aktuell geht das nicht. Gibt es noch eine? Ich lese ein Statement vor. Es geht um Ehrlichkeit. Es geht nicht
Es geht nicht um Wahrheit oder Authentizität. Die gibt es schon ab dem ersten Schnitt nicht mehr. Dokus dürfen alles, wenn sie nicht lügen, wenn sie nicht falsche Wahrheit und falsche Realität behaupten. Lovemobile hat gelogen, genau wie andere Filme dieser Art. Das ist sein einziger Fehler, der Betrug am Zuschauer und also an Festivals, Geldgebern und so weiter. Ist ein Statement. Aber das Stichwort Ehrlichkeit, denke ich, könnten wir noch mal in die Runde werfen. Die Haltung zur Ehrlichkeit. Ich habe den Eindruck, da gab es eine klare Positionierung. Also der Ethos wurde formuliert. Gibt es irgendeine Frage, die wir noch aufnehmen können? Die Frau Dr. Faltin hatte sich zu Wort gemeldet. Die könnten wir vielleicht mal zuschalten. Genau wie der Dirk Vandenberg, glaube ich, hatte sich auch gemeldet per Hand. Ja, also mir geht es eigentlich die ganze Zeit um die Frage der Verantwortung der Redaktion. Die Autorin hat wohl jahrelang recherchiert im Milieu. Und dann ist ihr offensichtlich eine Protagonistin abgesprungen, weil sie schwanger wurde und aus dem Milieu aussteigen wollte. Und ich frage mich die ganze Zeit, ich möchte nochmal sagen, ja, es war alles nicht richtig, sie hat gelogen, weiß ich, okay. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wie hätte denn die Redaktion reagiert, Gudrun, vielleicht kannst du dazu was sagen, wie hätte die Redaktion reagiert, wenn sie gekommen wäre und gesagt hätte, seit 3 Jahren sitze ich an dem ganzen Ding dran. Jetzt habe ich die Hauptprotagonistin nicht mehr. Was sollen wir tun? Ich habe den Vorschlag, wir machen und so weiter, was sie dann halt gemacht hat. Gudrun, hättest du das akzeptiert oder wie hättest du reagiert? Also für den NDR kann ich nicht sprechen. Nach dem, was ich gehört habe in Interviews, haben die Kollegen gesagt, es wäre eine Lösung gefunden worden und sie hätten sich auch vorstellen können, diesen Film zu senden, aber eben mit dem Label. Aber bei mir, also ich verstehe den großen Druck und die schwierige Situation. Ich bin jetzt nicht, wie gesagt, begeistert oder ich sehe das nicht so als Kern des Dokumentarischen, wenn ich 90% der Protagonisten, also wenn das Laiendarsteller sind. Das ist einfach nicht das, für das ich stehe, für den Dokumentarfilm. In meinem Fall kann ich vielleicht doch eine Antwort geben, weil dann hätte ich vielleicht gesagt, da gibt es doch diesen Sendeplatz, Spätvorstellung auf Arte, Lykan. Lass uns versuchen, es dafür zu machen, weil das wäre ein Platz, wo mit einer Kennzeichnung das absolut möglich gewesen wäre. Aber das ist jetzt so mein Fall. Für den ARD-Dokumentarfilmplatz hätte ich es wahrscheinlich nicht empfohlen, sage ich es jetzt mal so. Aber man sollte tatsächlich, da hat es ja ein Vertrauensproblem gegeben. Also ich würde mir immer wünschen, dass bei so großen Problemen dann auch gemeinsam eine Lösung gefunden wird. Und das ist absolut nachvollziehen, schrecklich für einen Filmemacher, der so lange Zeit investiert und Geld und steht dann da. Aber für diese hybriden Form ist Lykan eine Spätvorstellung, ein super Sendeplatz. Gut, ich glaube, wir kommen tatsächlich ins Spekulieren, wenn wir versuchen zu eruieren, was war da die Kommunikation zwischen den Machern von jetzt Lovemobile. Mein Gefühl ist, die Debatte hat irgendwie fast begonnen. Also wir werden ja weiterhin andere Veranstaltungen machen in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten. Eines wird stattfinden in Zusammenarbeit mit dem Grimme-Institut, dass die Konzeption ist in der Mache. Ich habe das Gefühl, zu dieser vorgeschrittenen Stunde würde ich eher abschließen. Vielleicht könnten wir von den Panelisten nochmal ein finales Statement haben zu dieser Debatte. Wo stehen wir? Was haben wir erreicht mit diesen 10 Tagen Aufruhr zum Dokumentarfilm als Kunstform, als journalistische Form, was auch immer? Was könnt ihr uns quasi mit in den Abend geben? Gehen wir der Reihe nach durch vielleicht. Wer will deine Reihe? Du bist an der Reihe.
Ich bin an der Reihe. Ja, fangen wir mal an. Ja, ich glaube, ein Dilemma ist tatsächlich überhaupt der Begriff Dokumentarfilm. Tatsächlich haben wir schon denken wir seit Jahren darüber nach, uns als Festival umzubenennen, um von diesem Begriff Doc wegzukommen, weil damit so viel verbunden ist, was vielleicht gar nicht zutrifft in der Erwartungshaltung. Das ist das eine. Und ich würde hoffen aus der Debatte, dass wir vielleicht gegenseitig voneinander lernen, also sprich das Publikum und die Branche im Sinne von, das ist ein weites Feld der Dokumentarfilm, ich nenne ihn jetzt mal weiterhin so, und da geht vieles mehr, als wir denken oder was wir vielleicht als Realitätsabbildung erwarten, und gleichzeitig müssen wir trotzdem, wir als Macher, daran arbeiten, das so transparent und so plausibel wie möglich zu machen bei den Spielräumen, die wir haben, und ich hoffe, dass die uns erhalten bleiben. Es wird weiterhin hoffentlich sehr viele verschiedene Formen des dokumentarischen Arbeiten geben. Aber wir müssen vielleicht mehr darüber reden, wie sie erstellt werden. Viviane ist nicht mehr da. Jan? Ja, ich freue mich sehr, dass überhaupt über einen Dokumentarfilm geredet wird, jetzt dadurch, dass er so eine große Öffentlichkeit bekommen hat. Ich finde es auch großartig, dass wir über die vielen Formen reden. Und genauso wichtig finde ich ist, dass wir über Mindeststandards reden, weil die sind die Voraussetzung dafür. Wenn das Publikum das Grundvertrauen verliert, dann ist alles beliebig. Das fände ich ganz schlimm. Ich glaube, wir alle Filmemacher haben uns auch überlegt, wie wären wir in der Situation umgegangen. Und ich glaube, keiner ist da ganz frei von der Schuld. Und ich glaube, alle verstehen den Druck. Ich würde mir ganz persönlich wünschen, dass wir vielleicht wieder mehr Platz auch für etwas leisere Filme finden, die gut erzählt sind, die auch visuell üppig sind, die aber nicht immer auf diesen maßgeschneiderten Konflikt hinsteuern, wo es dann nicht diese eine große Schlüsselszene gibt, weil dann ist diese Gefahr einfach groß, zu sehr die Wirklichkeit dann doch zuzuschnitzen. Da würde ich mir einfach mehr Bescheidenheit wünschen auch. Das sind dann vielleicht die Filme, die nicht die großen Preise gewinnen, aber ich finde, dass diese Filme auch einen Platz haben sollten. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Danke, Jan. Ich übernehme kurz. Wen haben wir noch? Ulrike Franke? Ja, also ich finde, wir müssen aus dieser Debatte mitnehmen, dass es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Haltungen dazu gibt. Aber ich finde auch, dass es eine total klare Haltung dazu gibt. Und das ist mir heute Abend ein bisschen so verschwommen, dass man sagen kann, die Verantwortung, die man dem Zuschauer gegenüber hat und was die Kraft des Dokumentarfilms eigentlich ist, und gerade in den heutigen Zeiten, und das sehe ich auch bei dem absoluten Bedürfnis der Zuschauer und bei der Neugierde, die es gibt, dass der Dokumentarfilm was erzählt über die Realität und es überhaupt nicht nötig hat, irgendwelche Mittel, irgendwelche Kunstgriffe und so weiter zu verschwurbeln. Denn darin liegt genau die Kraft des Dokumentarfilms in seiner Vielfalt. Und darin sollte, glaube ich, eine Einheit, eine Klarheit und eine Eindeutigkeit auch bestehen, die eben nicht als Grauzonen abgetan werden oder sowas. Wie gesagt, ich glaube, dass einfach eine gewisse Ehrlichkeit und eine gewisse, das Gefühl, das man hat, dass man sagt, ich gucke mir einen Dokumentarfilm an und ich bekomme ein Stück Realität, gestaltete Realität, wo ich aber mit gutem Gewissen mitgehen kann und dem auch vertrauen kann. Nur so kann Geben und Nehmen funktionieren. Und dann, denke ich, sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, dass man für die Bedingungen, die es dabei gibt, das ist auch ein wichtiger Faktor in der Lehre bei uns, dass man einfach sagt, man muss auch für die Bedingungen eintreten und kämpfen. Man muss politisch werden, man muss sich engagieren, man muss sich zusammenschließen, geht in die AGDOC. Die AGDOC versucht dafür zu kämpfen, dass weiterhin alles möglich sind. Aber das sind jetzt zwei total diverse Debatten quasi. Die sollte man, finde ich, nicht miteinander vermischen. Aber ich finde es einfach total wichtig, dass man jetzt diese Kraft und dass man sieht, wie wichtig der Dokumentarfilm ist. Das sieht man auch an den Beitragssteuerung F, wie viel der geklickt ist und wie viele empörte Kommentare es gibt. Das sollte man einfach auch ernst nehmen, aber auch sehr stark in Frage stellen, was wird hier gegeneinander gearbeitet. Also ich finde, das ist eine zweite Debatte, die dann aber bitte mit den Beteiligten geführt werden sollte. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ansonsten das mitnehmen und einfach sehen, welche Kraft und welche Wichtigkeit der Dokumentarfilm hat. Das ist doch besser, kann es ja für uns eigentlich nicht kommen. Ja, das war schon so ein tolles Schlusswort eigentlich, dass es schwerfällt, da noch was zu sagen. Aber ich will vielleicht nur kurz sagen, also für mich
ist auch hängen geblieben. Dokumentarfilm ist ein unglaublich spannendes und wichtiges Genre und mit sehr, sehr vielen Facetten. Und die Frage der Grenzziehung, die das Genre auch schon lange begleitet und was ist möglich, was kann, was soll, das wird uns noch weiterhin begleiten und hoffentlich auch noch weiter spannende Diskussionen geben. Und Transparenz, Vertrauen, Respekt gegenüber Protagonisten, das sind einfach ganz grundlegende Dinge. Ich glaube, da sind sich alle einig. Vielleicht kann das ja auch Themen sein, über die wir einfach in nächsten Runden, vielleicht ja auch in regelmäßig wiederkehrenden Runden weiter besprechen, weil ich finde es großartig, dass wir irgendwie immer noch knapp 300 Teilnehmer haben, Entschuldigung. Um diese Uhrzeit jetzt, wir sind jetzt seit 2 Stunden dabei knapp. Und wenn wir das weiterführen, kann es doch einfach nur besser werden, oder? Austausch, miteinander reden und Dinge nach vorne bringen. Noch ein gutes Schlusswort, da kann man auch nichts mehr hinzufügen. Insofern sage ich nur Danke an alle, die Teilnehmer hier, die Unbekannten wie die Bekannten. Danke an die Journalisten. Joshua. Ja, kein Problem. Erstmal vielen Dank. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich würde sogar sagen, dass ich noch wesentlich mehr Fragen habe als vorher, jetzt im Anschluss, und würde die Diskussion gerne weiterführen. Ich habe sehr viel gelernt. Und wie gesagt, ich denke, dass man da noch weiter drüber reden wird. Und ich werde mich erstmal bedanken für all die interessanten Kommentare von allen erfahrenen Menschen hier unter uns. Und wie gesagt, ich werde viel mitnehmen und weiter diskutieren. Herzlichen Dank dir. Und somit Dank an alle. Die Aufzeichnung wird dann zu finden sein auf den einschlägigen Portalen, also entweder bei der AGDOC oder bei der Deutschen Akademie für Fernsehen, auf deren YouTube-Kanälen und wahrscheinlich auch Webseiten gibt es dann die entsprechenden Hinweise. Insofern Dank an alle und ich würde sagen, auf bald.